Mir fällt kein Spruch mehr ein. White Russian schreit rum. Ja, das ist die 4. Entschuldigung. White Russian chillt hart im Schnee. Ja, jetzt greifst du vor. Ach so. Nee. Mach ich nicht. White Russian chill out zone. Entschuldigung. White Russian chills besser. To the bone. Da musste ich einfach den Wortreim aufgreifen von dir. Blow, let her blow, let her blow. Jetzt versaust du das schöne Lied, echt. Aber egal. Ja, in drei der war toll. Folge. Drei war toll. Ich fand die drei geil. Wir haben nur Scheiß gemacht im Endeffekt. Und uns wieder mal viel zu lange unterhalten. Wobei Flumia beziehungsweise Jojo mit der Gang, ja, das war, da kommt ja, ne? Okay. Wisst ihr nicht mehr, ne? Wo nee. Man sie nicht rausgelassen hat, das ist doch jetzt schon vorbei, ne? Ja, ja, das war in der 3. Ach so, ja, genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Das musste so gewesen hallo? Sein. Was denn, hallo? Ist und sie ist kleiner, kann man sie halt nicht durch, also. Das verstehe ich nicht ganz. Also ich meine, Ansage ist von einem der Chefs, okay, die Kleine geht nicht irgendwo hin, aber sie ist ja auch irgendwo nicht ganz eine Chefin, aber schon irgendwie. Und wenn die dann ankommt und sagt, fuck you. Sie ist keine Chefin. Ja, du bist keine Chefin, aber du bist ja in der Gang und du hast ja doch auch einen Anspruch auf Eigenleben, oder? Nee, das tatsächlich sie nicht. Nee, nicht so richtig. Also wenn der Chef wohl andere will, Gangs. Dass du das hast, dann hast du das nicht. Das dir explizit verbietet. Sonst kannst du machen, was du halt, was nicht gerade, ne? Also, lieber Zuhörer, unsere Gangs sind eben genau so. Falls oder du andere Gangs nicht kennst. Diese Gang. Diese Gang. Dieser ja, eine. Diese. Alle anderen. Wenn das Bruder sich Sorgen macht, dass der schon das, wieder irgendwelche Scheiße bauen tut. Das ist tut auch ja. Nur, weil der Bruder ein bisschen ausgerastet ist. Ja, und weil er auch jetzt quasi noch nicht so lange der Chef ist und da muss man mal, da kommt es ja vor, dass man ein bisschen zu sehr an der Macht kostet und mal kurz ein bisschen übertreibt. Jetzt müsste ich gerade nochmal nachfragen, habe ich gesagt, dass ich eigentlich den Vater oder den Bruder anrufe? Du hast den Vater angerufen. Gell? Aber der hat gesagt, es kommt jemand vorbei, der da am nächsten dran ist. Und das war dann der Bruder, ne? Genau. Okay, so war das. Deswegen, ich bin jetzt nur gerade am Rekapitulieren, was ich da gemacht habe. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Ja klar hast du Papa angerufen. Du weißt ja nicht, du hast auch nur Papas Nummer. Stimmt. Aber Papa ist auch cool. Ich mag Papa, ja. Wobei, mit Alex könnte sich jetzt, mit Billy und Alex könnte sich was anbahnen. Das, da wäre ich mir nochmal, da wäre ich, glaube ich, Trolli in die Bredouille bringen, Alter. Ich habe erst gedacht, keine Ahnung, einfach nur um Trolli einzufahren. Ich hatte ja damals gedacht, das mache ich lieber mit Danilo, aber dann hat nee. Da bahnen sich düstere ich Zeiten. Glaub, das an. Willst du nicht, Düser, ernsthaft. Bis aus der Nummer komme ich da viel zu leicht raus. Er hat was gegen Elfen. Ende. Ja, aber Moment, jetzt, Billy vereint ja die. Du hast ja selbst gesagt, wenn der rausbekommt, dass Billy gar keine Frau ist und ein Kerl ist, dann ist ja viel besser. Hab ich das. Dann ist der Pop ist offen. Krieg ja gut, Pavian, ich freue mich Arsch. Drauf. Also das, wenn tust das du eh nicht. Dann wird. Hallo? Ich glaube, du hast jetzt schon schlaflose Nächte, deswegen. Du hast Angst. Ich habe immer schlaflose Nächte, kurz bevor wir spielen. Traurig. Ich wollte eigentlich. Na, das sage ich jetzt nicht, sag ich euch dann. Okay. Jetzt geht Sascha nämlich gar vor. Nichts an. Juti! Dann entlassen wir die Leute. Sagst du uns, wenn wir durch sind? Mit was? Mit den Scheißrin und Outro. Ja, kann das nicht sein. Nee, also, das war auf jeden Fall und jetzt seid ihr da, ne? Ihr seid schon da. Viel Spaß und bleibt geil. Ja, hier, viel Spaß und bleibt geil. Oh Gott, die Pütter ist ja bunt. Und in Farbe. Was. Sauerkirschen. Der hat mich verstanden, geil. Oh ja, richtig. Ist ja auch nicht so noch nicht schwer gewesen. Ich finde es immer noch witzig, dass er es schafft, die ganze Zeit hier rumzuhängen. Am Malachim. Ach so. Ich glaube, der mag uns wirklich. Ja, Quatsch. Ich wäre mir selbst schon echt zu langweilig, glaube ich. Der Junge ist doch vom BND, das wissen wir doch. Verdammt, jetzt habt ihr's. Der hat einfach nur keine Freizeit oder keine Freunde, das war schon. Hört einfach zu. Aber du oder was? Wie ich sonst hier sitzen? Isst du gerade so einen Hefezopf oder was? Irgendwas mit Kohlenhydraten, ich glaube, ich brauche das. Er ist Käsestangen.
Käsestangen. Das ist das, was ich esse, ah ja. Ja. Saugt Gummis Penis. Es schmeckt irgendwie ganz schön salzig, wo du es sagst, und ein bisschen seifig. Hm? Kommt hin. Seifig ist nicht gut. Ich könnte auch CS wechseln und zu anderen Menschen gehen, aber irgendwie seid ihr momentan noch sehr unterhaltsam. Das finde ich sehr nett momentan von dir. Momentan noch. Oh! Kannst du den goldenen Buttplug am Bande verleihen. Yay. Ich frage jetzt nicht, wie der verliehen wird. Immer rennen. Ah ja. Das ist die. Aber du weißt schon, am nächsten Montag leitest du für die. Das hat man ja abgemacht, ne? Ja, da wird sich der Plot dann aber drastisch ändern. Was? Das wäre ja. Du bist ja dann aus der Nummer raus, ne? Was hast Flummi? Du vor? Da muss Flummi er aber noch ein bisschen lesen. Weltuntergang. Nee, da muss der erstmal unseren ganzen Hintergrund-Shit und den ganzen Scheiß lesen, damit er weiß, was alles passiert ist. Warum sprichst du von dir selbst im Plural? Weil er auch deinen Hintergrund-Shit und den ganzen Kram lesen muss. Ja, Moment, mein Hintergrund-Shit ist ja auch im Internet und garantiert hat Malachim den schon gelesen. Aber, Rababer. Das, was auf WordPress draufsteht, das kenne ich tatsächlich. Mein Hintergrund-Shit ist auch zu viel, den kannst du doch nicht, das macht die WordPress-Seite nicht mit. Ich lese keine Bücher. Ja, das ist tatsächlich ein Buch, ja. Das ist ein Buch. Höchstens Regelbücher. Oh. Doch, wenn du das. Du kannst Flummis Welt als ein Regelbuch betrachten. Ein unregelmäßiges Buch, aber ein Buch. Ein Regelbuch. Alle 28 Kapitel, ne? Ja. Und es ist echt ein Buch. Du sollst nicht widersprechen der großen Flumse. Bedenke immer, danke ihr, dass sie die Sonne erschaffen hat, sonst wäre es so dunkel und kalt. Oh, cool. Und ohne Atmosphäre stinkt der Planet nicht. Das ist sogar noch besser. Ja, du kannst aber nicht mehr atmen. Ja, dann habe ich noch ein Problem weniger. Findet eigentlich irgendwer, dass die Karte vom Spielleiter irgendwie wie ein Hase mit einem Ständer aussieht? Jetzt, wo du sagst, ja. Gell? Verdammt! Ja. Ich hatte vorher den Kopf immer in die andere Richtung, dachte mir gerade, was meint er denn? Da haben wir auf eine andere Richtung. Und er hat ein blaues Auge. Ja, mit einem Kreuz durch. Und der ist quasi tot. Die Hasenzähne wachsen auch komisch. Er hat ja nur ein Auge mit einem Kreuz tot. Das ist, nach Comic-Regeln ist es nur halbtot. Ja. Ja gut, wir wissen das andere Auge nicht. So in erster Näherung müssen wir mal annehmen, er könnte lebendig sein. Es ist also quasi ein Heisinger Hase. Wollen wir mal anfangen, Leute? Ich möchte jetzt gerne noch weiter, wenn ein Heisinger Hasen hier teleportieren. Ja, aber ich habe voll Bock über das auf das Geschnetzel. Hieß der nicht Schrödinger und ja, das war eine Katze? Er. Ja, war es auch, aber ich finde den Heisinger trotzdem interessanter. Das ist aber die Dyslexisch. Was er kann sich. Das Ding ist, er kann sich jetzt immer rausreden, wenn er sich mal verspricht oder sowas. Ich hab das war mit Absicht, das war, weißt du, hier, der Trolli, verstehst du wieder nicht, wie ironisch ich war. Ja, das. Halt die Fresse, du Spacki, du kriegst echt nicht auf die Reihe normal. Das ist richtig. So, dann jetzt. Viel Spaß, ne? Yo, tschüssen. Tschüssen. Bis gleich. Jetzt muss ich noch ganz kurz meine Aufnahme starten. Also. Ihr Kadaver in Spee. Es verhält sich dergestalt, dass man eine Karte malt und sofort Ficken drin steht. Das hört sich total witzig an, wenn ich mich selber dann auch noch im Teamspeak als Echo höre. Das ist voll cool. Dich vielleicht. Also. Billy hat den Virus umgeschrieben und das könnte schon funktionieren, sag ich mal. Dass die Drohne unbemerkt und unsichtbar fliegen kann. Außerdem sieht Jojo wie immer nichts. Aber dafür ist er auch nicht da. Kaban und Billy dagegen, also die mit dem Apes. Die hat auch viel höheren Wahrnehmungspool als ich. Mi. Die sehen folgendes. Jetzt wird's kompliziert. Und zwar, ja, zum Glück ist die Karte jetzt nicht abgeändert worden, sonst wäre das echt problematisch für mich. Dieser orangene Mittel-Dings, ne? Das sind quasi ganz viele Strahler, die einem so auffallen, die gehalten sind, als wären sie schon immer da gewesen und nur schlecht gealtert, aber sehen echt noch hochleistungsfähig aus, da muss es echt noch auch Strom geben für die. Und jetzt, wo es auch langsam dunkelt, heizen die volle Bude an. Also dieser Bereich, der da jetzt markiert, also der Innenbereich von diesem orangen Teil, der ist quasi
nicht taghell, aber es ist schon echt ganz schön hell. Gerade weil hier auf dem Land auch sonst fast keine Lichtquellen sind, das ist echt ziemlich dunkel. Ihr seht Sterne? Krass. Des Weiteren. Diese blauen Striche da, und damit meine ich nicht die Frau, die Flummi da jetzt da reingemalt hat. Die anderen blauen Striche. Die sind so, das ist Janses, wohl, der weiß es doch. Der Kaban könnte das als Futterstellen für irgendeine Art Getier erkennen. Oh. Da ist zum einen so eine Art Wasser, Regenwasseraufbereiter. Und zum anderen wächst da wohl irgendwas, was irgendjemand essen könnte. Dir würde ich es nicht zwingend empfehlen. Es sei denn, du willst echt mal was Neues erleben. Was ist denn das? Anhand dessen kann er nämlich vielleicht abschätzen, welche Critter das sind. Ja? Keine Ahnung. Da wächst halt irgendwas. Schade. Aber es ist pflanzlich, das heißt, es sind keine Karnivoren. Das ist schon mal gut. Es könnten also Omnivore sein. Nee, so. Genau, dann fällt Kaba noch auf. An einer dieser Teile, völlig irrelevant welches, siehst du dann auch ganz kurz zum Tier. Das ist Säugetier, das kann man festhalten. Sieht ein bisschen aus wie eine Beutelratte. Bloß größer, so Schafsgröße, und hat auch genau so einen dämlichen Gesichtsausdruck. Bewegt sich auch so behäbig, also das sieht aus, als das tut schon mal niemandem irgendwas. Das schleppt sich da hin, trinkt ein bisschen was, chillt hart, und dann geht's einfach wieder irgendwie in so ein paar Häuserecken, und das war's. Und keine Ahnung. Hat ein grünliches Fell, ist also perfekt getarnt, und ja, das ist echt. Fell sieht ein bisschen stachelschweinmäßig aus, also härtere Bürsten, aber jetzt auch nicht gefährlich. Kenne ich diese Art von Kritte? Nö. Obwohl, ich mache ein Bild davon. Hast du eine Wissensfertigkeit? Der hat doch ja. Critter relativ hoch. Ja. Aber ich hab Critter. Ja, dann als Wissensfertigkeit. Du brauchst ja auch nicht. Na komm. Könnt beide mal würfeln. Pata! Wo hab ich dem Critter jetzt stehen? Verdammt. Hm. Zoologie und Parazoologie. Mach mal Parazoologie. Was willst du? Ob das mit Logik ist oder mit Intuition. Als ob das bei dir einen Unterschied machen würde. Es geht hier ums Prinzip meiner. Dellinger hat 2 Erfolge mit 7 Würfeln. Jojo hat 2 Erfolge mit 5 Würfeln. Aber Jojo hat auch wirklich Critter als Wissensfertigkeit. Und er hat Parazoologie, was das gleiche ist. Stimmt. Bei ihm klingt es nur viel sophisticateder. Ja. Das ist also ein Säugetier, das man nicht kennt. Echt nicht. Wie gesagt, ich mache mal ein Foto von und gebe das mal Billy. Als weißt du, man als Google Search benutzt? Nee, aber du kannst das besser als ich, denke ich. Das Fell glänzt übrigens ganz leicht und dampft ein bisschen. Aber das ist halt auch normal, weil es kalt und das Vieh ist offenbar warm. Wächst das Grünzeug eigentlich auch noch im Winter jetzt? So? Na, das ist schon auf eine Art gewärmt und geschützt und bla, und die Viecher stecken dann nur rein und fressen das. Also es ist schon ein bisschen eine raffiniertere Anlage. Alles klar. Und Fußbodenheizung. Vermutlich. Du kannst sie dir gerne ausbauen und ins Zimmer stellen, wenn du später dazu Lust empfindest. Die roten Dinger. Da sieht man, das sind diese roten Striche. Dass da wohl Kettenfahrzeuge in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen irgendwie hinfahren an den Zaun. Und diese roten Vierecke, das sind Betonwannen, wo wohl vielleicht da könnte was drin sein, außer Regenwasser oder Schmelzwasser. Zum Beispiel Blutreste? Keine, die ihr seht. Mhm. Liegt jetzt aber auch eine kleine Schicht Schnee so über allem, also es ist wirklich ramontisch. Ich dachte, es schneit nicht. Ihr seid heute Morgen, geht's vor und zurück. Moment, Abbruch, pass auf. In Moskau hat's nicht geschneit. Aber du bist ja jetzt weiter weg, verstehst du? In Moskau ist ja auch 100 warm. Kilometer. Und das könnte einen Unterschied machen, so. Und in Moskau ist ja auch wärmer, wegen Häuser und so. Aber das spielt keine Rolle, glaube ich, bei zweistelligen Minusgraden auch im Stadtbereich. Da muss es schon vorher geschneit haben. Es schneit ja nur bei so circa 0 Grad. Völlig irrelevant. Das Gebiet um die Kettenspuren ist auch ein bisschen sumpfiger als der Rest anscheinend, weil die Geräte auch schwer sind und, naja, feuchter Boden, bla.
Und das ist auch, das ist noch nicht ganz alles. Und zwar, der Kabaan hat ja Infrarot und Sie. erkennt, dass. Hast du doch, oder? Sie. Gut, Fliegern. Du erkennst nicht nur, dass natürlich Genau. diese Strahler ganz schön eine Wärmequelle sind, sondern hier gibt es ein Haus. Da so. Das ist irgendwie auch eine Wärmequelle, was hier ja auch nicht so hinpasst, weil die Stadt ist ja tot, weißt du wie? Aber dort ist Das echt Haus ganz ist schön also Hitze. geheizt. Es ist prinzipiell nicht ganz geheizt, sieht doch echt eingefallen aus. Gibt keine Fenster, deswegen kann man da jetzt nicht erkennen, ob Licht brennt, hahaha. Aber da gibt es in manchen Stockwerken echt ganz schön viel Hitze. Mehr als man zum Heizen von so einem Haus benötigen würde. Oder da entwickelt etwas Hitze. Und sieht das eher nach Entlüftungsanlage aus? Also versteckte Entlüftung? Auch. Also es gibt A, versteckte Entlüftungsanlagen und es gibt auch A, einfach Etagen in gewissen Räumlichkeiten, da ist einfach eine extreme Abstrahlung. Da muss echt Dunst sein, sage ich mal. Ja, ich dachte gerade, dass das dieses ganze Gebäude vielleicht für eine unterirdische Anlage irgendwie in die Entlüftung wäre. Das, also architektonisch kennst du dich da nicht so gut aus, aber bleib mal auf dem Teppich, sage ich mal. Also das glaube ich eher nicht. Unterirdische Anlagen kosten auch immer so viel. Und wenn da solche Bagaluden wie ihr so nah rankommt, dann haben sie echt was falsch gemacht. Ich meine natürlich. Isel. Was? Isel, von hier Ja, oben, wo bitte. ich jetzt gerade das X mal, bis runter zum Hasenauge. Ja. Wie weit ist das Ich denn? liebe dich. Ja, warte. Das sind. So 2 Zentimeter, ne? 400 Meter. 400. Ja. Bestimmt viel zu wenig für 100.000. Nee, es passt eigentlich. Es geht. Gerade mit Wo dem stehen wir Hochreisen. gerade? Na, malt euch mal in Beim irgendeine Ecke Ficken. auf Beobachtungspunkte. Ficken. Bei welchem? Das hier. Da ist nur eins. Was? Ach, da unten ist das hier noch mehr. Ha. Schön, Da dass oben, alle das okay. gleichzeitig angemalt haben. Gut, da seid ihr. Und Ausgezeichnet. mach mal bitte noch einen Screenshot für den Podcast. Ich? Ja, weil du einen scheiß Monitor hast, der zu groß ist und ich hab, also beziehungsweise nicht zu groß, sondern. Ne? Ja, dauert alles kurz. Danke. Wir müsst euch ja jetzt eh erstmal besprechen. Ja. Ich würde sagen, hart rein und zerlegen die Sau. Naja, warte mal, pass mal Also, auf. Wir das wissen noch nicht, Gebäude was hinten ist das auf für jeden Fall Viecher bewohnt, sind. wahrscheinlich. Gut. Was, worauf müssen wir denn achten? Okay, da sind komische Kettenfahrzeuge, da ist irgendwas. Es kann sein, dass da vielleicht irgendwas drin ist, was entweder. Die müssen ja, wenn die da hinkommen, irgendwie gucken, dass diese Scheißviecher die nicht belästigen. Entweder machen sie das, weil sie im Auto bleiben. Das heißt, wir müssen dann da rein mit dem Auto reinfahren und dann gucken. Aber das wissen wir ja nicht. Oder wir müssen vorher theoretisch irgendwas machen, um diese Drecksviecher irgendwie zu besänftigen. Oder irgendwie auszuschalten oder irgendwas anderes in dieser Wollen wir jetzt mal die Richtung. Drohne drüber fliegen lassen? Weil die ist jetzt nicht gesehen durch die Software. Dann kriegt man vielleicht noch mehr Intel, hä? Hasemuckels. Ja. Vielleicht, ja. Deswegen sagte ich, hart rein da! Ach so. Die Drohne. Was hat die für einen Pilot? Und Mich? hattest du Autosofts für die? Nee, Kaban nimmt ja sicherlich seine Drohne, ne? Weil die ja so klein ist und niedlich. Dachte ich. Ich dachte, der Linux Keine ist für die anderen. Autosoft und was war die andere Frage? Pilot? Pilot, warte. 3. Ja, also die sieht das, was ihr gerade schon festgestellt habt. Und die Viecher, ne? Die da rumrennen. Die sind so putzig. Jetzt mal im Ernst. Ja, wir würden, glaube ich, da lieber mal gleich einen Datensearch drüber machen. Skorpioniden Nein. töten sehen auch niedlich aus. Jetzt mal ganz kurz. Skorpioniden sehen niedlich aus. Ja? Ist ihre Welt, lass es so. Okay. Ich bin Kann raus. sich jemand an den Hasen von Monty Python erinnern? Ritter der Kokosnuss? Ja. Der Hase war super. Total niedlich. Guck mal, ein Hängepenis. Kaktuskatzen? Der steht, weil der Typ an der Decke hängt, Flummi. Okay. Okay. Duty. Also Drohne kann uns jetzt auch nicht wesentlich mehr Aufschluss geben. Wie sind denn die Zäune beschaffen? Ist da, wo diese Kettenfahrzeuge ranfahren, irgendwas Besonderes? Kippen die, kann man irgendwie erkennen, ob die da irgendwas reinkippen? Also irgendwelche Reste oder so auf dem Gras oder auf dem Schnee oder.
Ja, du kannst erkennen, Sowas in dass der dort der Art. Nahtoddraht ein bisschen an manchen Stellen schlaffer hängt. Also wird da wohl irgendwas drüber gekippt werden. Übrigens, ich habe das sicherlich vorhin falsch formuliert. Du siehst Spuren von Kettenfahrzeugen, aber keine Kettenfahrzeuge. Das weiß ich, dass da keine Okay, gut, Kettenfahrzeuge sind. okay, Das gut, habe ich gut. schon verstanden. Und Aber irgendwas machen die ja damit. Irgendwie muss es ja Kettenfahrzeuge geben und aus irgendeinem Grund gibt es die dort. Und aus irgendeinem Grund gibt es dort diese komischen Tränken. Und das irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Tränken etwas damit zu tun haben, dass diese Critter die in Ruhe lassen. Ah ja, okay. Du siehst nichts, Ja. was da irgendwie reingekippt wird. Beauty. Das sieht aus wie ein Schweinchen mit einer Penisnase. Nee, ich sehe nichts, was da reingekippt wird. Okay. Also du sowieso nicht, aber nein. Wir zeigen Ihnen nochmal detailliert auf einer AR-Karte, wo wir was gesehen haben. Ja. Sieht trotzdem nichts. Das mag ja sein, aber dann weiß ich jedenfalls schon mal Bescheid. Das ist klug. So, wir können jetzt entweder versuchen zu gucken, dass wir möglichst fix diese 400 Meter zwischen Zaun und Auto hinter uns bringen und dann müssen wir aber den Draht zerschneiden und lassen dann möglicherweise noch irgendwas frei, was vielleicht echt ungeil ist. Ich meine, wer weiß, was die machen. Vielleicht furzen die ja, keine Ahnung, Flusssäure oder so. Ja, das würde ich gerne vorher wissen. Naja, dann müssten wir vermutlich die dazu kriegen, dass sie etwas angreifen, was da auf dieses Gelände geht. Vielleicht sind die Dinge auch einfach nur Nahrung für irgendwas anderes, aber. Das ist auch möglich. Die sehen nicht so aus, aber nur weil sie nicht so aussehen, als ob sie irgendwie scheiße sind, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem scheiße sein können. Das ist wohl richtig. Es kann auch eine Nahrung sein für irgendwas, aber. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Meint ihr, die würden angreifen, wenn wir eine unserer anderen Drohnen reinfliegen lassen? Nicht Kabans Drohne, sondern irgendeine andere von unseren Drohnen? Ist Einfach mal möglich, reinfliegen aber wer lassen? weiß, worauf die reagieren. Wenn die auf die Also, Drohne reagieren wir und können voll es probieren. abfleischen, Alter, dann Wir können voll es probieren. aggressiv. Haben wir ein Stück Schnitzel dabei vielleicht? Nee, nicht wirklich. Können wir ein Stück Schnitzel irgendwo herbekommen von hier? Wir Wir sind ja könnten mitten es im höchstens Brachland. erjagen. Ah ja. Ja, jagen kann man wohl, aber das dauert auch eine Weile natürlich. Ich kenne mich hier in dieser Gegend nicht aus. Wie ist denn allgemein die Umgebung da geschaffen? Also hügelig, nicht so hügelig, gut einsehbar, nicht so gut einsehbar. Dort, wo ihr seid, gibt es ja diesen Stuttgarter Hügel, den sogenannten Bekannten. Der ist auch tatsächlich so benannt worden. Ansonsten ist es eher flach. Es gibt in einiger Entfernung eher weltliche Dinge, also weltlich mit Ä, Dinge, aber die sehen sogar einigermaßen gesund aus. Das kann also schon mal nicht in Ordnung sein. Und ansonsten echt steppenmäßig, also tundramäßig meine ich. Und von der Taiga, Bebauung her Tundra, ist nur egal. das das Gelbe bebaut, oder? Nee, das Grüne ist quasi die Zaungrenze, aber so 20 Meter danach beginnen schon die ersten Häuser und das Gelbe ist quasi das Flutlichtareal, könnte man sagen. Ah, okay. Da ist echt Tag, sag ich mal. Jetzt, wo es dunkler wird, kann man doch sagen Tag. Okay. Und diese roten Punkte innerhalb des Gelben? Naja, das hatte ich euch vielleicht verschwiegen. Richtig? Ja, das ist wahr. Wisst auch warum, weil die da ja auch nicht hingehören. Die gibt's nicht. Nein. Keine Punkte. Okay. Dann müssen wir entweder jetzt auf die Schnelle irgendein Vieh finden, das wir irgendwie da draufschmeißen. Vielleicht tut es ja irgendwas. Denn ich glaube kaum, dass diese Critter zwischen Menschen und irgendwelchen Scheißviechern unterscheiden. Wer weiß das schon? Naja, wenn sie intelligent sind, vielleicht schon. Ich könnte mal was ausprobieren. Und was? Astrale Sicht? Ja? Ja, das Wolltest du schmeckt sagen, zaubern. mich geht's ja Nee, nämlich sowas aber nichts an Jojo könnte mal so normalerweise. versuchen zu erkennen. Diese Viecher oder sowas in der Art, da mal gucken, astral drüber zu gucken, ob da irgendwas ist. Ja, dann mach mal. Das heißt, erscannen für astrale Wahrnehmung, meinst du? Ja. Moment, läuft das jetzt mit Intuition? Nee. So wie immer mit Intuition, ja. Cool. Zwei Erfolge. Sehr gut. Also, zwei Erfolge. Pass auf. Die Beutelrattenviecher. Die sind erwacht. Und du bist viel zu weit weg, um irgendwas genauer zu erkennen. Du kannst sie auch nicht wirklich erspüren. Und es muss aber in dieser Stadt noch was anderes geben als die Viecher. Eine andere Art von auch erwachten Viechern. Gar nicht mal so wenig. Die sind anders. Das weißt du schon mal. Aber viel mehr, ich meine, das ist echt ganz schön weit weg. Müsste man näher ranfahren. Das ist eine Option, ja. Das meint Jojo auch. Müsste man näher ran. Ich erkenne so wenig.
Sind wir safe? Ich weiß es nicht. Ich also würde dann lieber ran schleichen, anstatt dran zu fahren. Ja, oder so. Also diese Viecher sind auf jeden Fall, diese komischen Rattendinger da sind auf jeden Fall, da geht irgendwas mit ab. Und es ist auf jeden Fall noch was anderes da. Okay, vielleicht sind die einfach nur Futter für was fucking Größeres? Das ist möglich. Es ist auf jeden Fall noch was anderes da. Ich weiß aber nicht, was. Billy, magst du mal nach den Bildern und nach den jetzigen Informationen quasi... Ja, mein Mister, mache ich sofort. ...googeln. Ja, du bist einfach besser darin als ich. Ich verstehe schon. Ich mach's. Gemacht, Chef! Gut, dann machst du das und wir gehen mal näher ran. Vielleicht erkennen wir was. Was? Lass mich allein? Bist du bekloppt? Ich schleiche mich mit raus, wenn ich bleibe ohne hier allein. Bist du bescheuert? Hallo? Ist doch scheißegal! Sag mal! Was war jetzt mit dir? Was ist denn für Panik? Bist du bescheuert? Guckst du nicht Walking Dead? Da passiert immer zu den Leuten, die im Auto bleiben, passiert immer was. Nee, nicht mit der Billy. Ich hab noch nie Walking Dead geguckt, was ist das? Sollst du mal tun. Scheiß Serie. Walking Dead wäre auch eine schöne Hacker-Serie, glaube ich. Ja, stimmt eigentlich. Ich glaube, oder das ist ja sehr cool. Ich glaube, das war eine alte Serie aus 2000, aus den Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts. Gut, ist auch egal. 20, nichtsdestotrotz müssen wir da jetzt näher ran. Fertig, aus. Ich komm mit. Es ging um Zombies, glaube ich. Ach, cool. Vielleicht sind da ja Zombies. Es wurde dann irgendwann durch Ghoule ersetzt, glaube ich. In der Hör auf, 15. Staffel oder so. Entschuldigung. Na gut, Ghoule können es nicht sein. Die müssen ja nur, die leben ja immer nur von Menschenfleisch. Dann sind diese Beutelratten auf jeden Fall kein Futter. Nee, das ist richtig. Es sei denn, die haben Menschen-DNA drin oder so. Hm. Die fressen vielleicht alles. Und übrigens, die Zombies in Walking Dead haben auch Rattenfleisch gefressen und anderes Fleisch, nicht nur Menschenfleisch. Cool. So, jetzt möchte ich mit euch mitkommen, bitte. Kaban müsste mir mal bitte eine Erinnerungs... Nein, Sekunde. Billy hatte ihm doch das gegeben, was sie damals gefunden hatte, ne? Über? Du meinst die Infos über Troja? Also na, genau das alles, was du damals bekommen hattest. Ich erinnere mich an sowas, ne? Sind du das Nein, ihr habt nur darüber gesprochen bis dato. Beauty, alles safe, dann könnt ihr hinschleichen. Das ist doch schön. Super, nee. Ach, spart mir Arbeit, das finde ich sehr in Ordnung von euch. Also, ihr schleicht dahin. Gespenstische Stille und kein... Na, Jojo, guckt, das guckt astral. Ja, ja, ich weiß, aber es ist trotzdem, ich meine, da ist ja schon, ne? Komisch, so. Der Wind durch die leeren Gassen pfeift und... Die Viecher. Durch die Pfaffen geift. Ja, aber wenn der irgendwas mit Pilzen gesagt hat und irgendwelchen Pilzen, die aus irgendwelchen Tieren rauswachsen, nicht, dass damit irgendwas ist. Also die Viecher. Ich meine, die Stadt kann auch gut irgendein Testareal sein. Ja, Atemfilter, wir nehmen Atemfilter mit. Atemfilter auf. Viecher. Die entspannteste, also das lässt sich, also Auren sind ja immer so scheiße zu beschreiben, aber... Du guckst dir in Anführungsstrichen das an und du denkst sofort, geil, das ist eigentlich übelst chillig mit denen. Also, guck dir die mal an, die sind echt, würde ich mir als Haustier halten, die stelle ich mir ins Zimmer und guck die ein und denk mir, super. Was willst du denn noch im Leben? Das ist eigentlich echt niedlich. Also, obwohl nicht mal so niedlich, die sind einfach auch dumm hässlich, aber die machen das, die sind einfach, die stehen da rum und leben ihr Leben und dumm geben was, das ist echt das liebste und beste Viech der Welt, Mann, so solltest du sein, Flummi. Einfach mal ein bisschen entspannter. Einfach nur einen ganzen Tag chillen, kurz zum Wassernapf gehen, ein bisschen schleckern, vielleicht noch ein paar, was auch immer da wächst, verknuspern und das war's. Dann legen wir uns wieder irgendwo hin. Die auch in der anderen Viecher sind eher aggressiv. Sehr aggressiv. Okay, ich glaube, das ist wirklich Futter. Was sind, kann ich die anderen Viecher mal sehen? Hab ich die gesehen? Nee, du hast immer nur so eine Ahnung, so einen astralen Abdruck von deren Gegenwart, aber die scheinen sich auch zu verstecken. Und... Die Beutelratten rennen halt überall in der ganzen Stadt rum und die anderen Viecher rennen vielleicht nicht dort rum, wo es hell ist. Das könnte wirklich so sein. Ah, ja. Okay. Das sind, glaube ich, echt Futtertiere oder sowas. Das war ich doch. Ich habe noch nie so zugedruckte Viecher gesehen. Ich glaube, ein Stück, ein Steak von denen reicht, um nicht das, den Rest des Tages hart zu chillen. Okay. Und die anderen Viecher sind Wo hast du die denn gesehen? Was? Wo hast du die anderen Viecher gesehen? Die habe ich nicht gesehen. Aber die sind irgendwo überall da, wo es dunkel ist. Glaube ich. Okay. Oh mein es Gott, ist... ihr hört ein Geräusch. Es ist ziemlich laut. Es ist vermutlich ein Kettenfahrzeug. Was?
Und von wo? Von allen drei Richtungen, offenbar. Also bei euch ist es natürlich am lautesten, das, was am nächsten dran ist. Ist ja irgendwo klar. Und was bringen die rein? Ihr wollt euch wir werden uns na, quasi nee, erstmal verstecken. Wir sind da irgendwie und verstecken uns halt und müssen aber trotzdem gucken. Okay, also die Dinger sind unbemannt. Und es fährt auch keine Frau. Alter. Das tut mir echt so leid. Also, die bringen Krankenhausabfälle. In größerem Maßstab. Hallo, cool. Genau, das wird reingekippt in diese, sagen wir mal, Betonbäder und dann plötzlich rennen da echt schon, sagen wir mal, pro Napf 20, 25 Gule hin und verknuspern so ein bisschen Fleisch. Echt jetzt? Verzerrte, entmenschlichte Gesichter. Es ist grausam, das anzusehen. Das ist so total tierisch. Die sehen halt eigentlich fast aus wie ein normaler Mensch, aber einfach völlig hirn- und geistlos und fressen. Unglaublich. Schlimmer als kaufen, 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 nur fressen. Jawohl. Ich dachte mir, wenn ich noch ein bisschen weiterrede, dann kotze. Ich hab Hunger. Sehr schön. Dann noch diese leeren Augen, diese weißen, milchigen Augen, die in der Gegend rumstarren, mal kurz in eure Richtung schnüffeln und dann mal. Sorry, Telefon. Fressen. So, Billy hat soeben hier reiert und Jojo kommt direkt Hunger. Das finde ich gut. Das ist so ein Reflex. Kurze Frage: Wollt ihr immer noch schnetzeln? Ihr hattet vorhin sowas geschrieben. An sich ja, aber Gule sind ungeil. Warum musstest du ausgerechnet Gule nehmen? Ich hasse dich. Weil sie sehr effektiv sind und ein sich selbst erhaltendes System. Also. Das stimmt allerdings. Jeder, der da reinkommt, wird infiziert. Super. Übrigens, das war nicht mein Rülps. Ich möchte darauf hinweisen. Ja, das ist, habe ich mir schon gedacht. Musste mal sein. Das klang zu männlich für dich. Du, ich glaube, da hängt noch ein bisschen Scheiße zwischen deinen Fingernägeln von dem Klo. Ich hatte eine Plastiktüte. Die ist kaputt gegangen. Da ist er wieder, sorry. Ja, Juju hat sich gerade einen Marshmallow in den Mund geschoben, als er dich kosten gesehen hat. Ich wollte noch gerade kurz sagen, ich muss einen super Penis haben, weil ich krieg Pizza gebracht jetzt. So, White Russians haben super Penisse. Nee, nur Trennies bei White Russians haben super Penisse. Gib da einen Schmatzer von mir, weil sie dir Pizza bringt. Die kommt gleich und dann gebe ich ihr einen Schmatzer von dir. Gut. Super. Siehst du mal, Kaban, was du verpasst hast. Okay, gut. So was passiert? Also wir haben Gule, Billy kotzt und Jojo isst. Ja. Ja, schön. Und ich nehm das Jagdgewehr von der Schulter. Wie, du kannst mir nicht mal die Haare nach hinten halten, ja? Jojo hält dir die Haare nach hinten. Dankeschön, während sie isst. Sie isst erst danach. Also okay. Sie kaut gerade noch, als sie dir dann die Haare nach hinten hält. Ich schau mal kurz, zähl halt die Gule quasi dann so. Das na, ungefähr eine 20 pro Ding, hat er ja gesagt. Die sehen ja, verdammt abgemacht. Aber irgendjemand muss das ja zählen. Die könnten einem leid tun, die bewegen sich auch manche von denen schon ein bisschen langsam, also das ist echt. Das ist natürlich klug gemacht, überall da, wo es dunkel ist, sind diese Scheißviecher und wenn du dich da nachts nähern willst, geht das nur im Licht, also geht das nur mit Licht, sodass sie dich auf jeden Fall kommen sehen. Weil gegen 20 Gule haben wir keine Chance, null. Also warten wir bis Tag. Oder, naja, 20, also 60 Gule oder so, keine Ahnung. Ja, und sobald wir schießen, ist vorbei. Ja. Ach, übrigens, bei Tag, ne, so eine Stadt wirft auch Schatten. Die sind nicht immer ausreichend, aber in mancher Gasse vielleicht schon. Nein, war ich ja nie. Eben, sie haben ja nur eine Leichtallergie, so glaube ich, ne? Also, die können durchaus auch mal durch das Sonnenlicht laufen. Du kannst dich mit Krittern aus, bei mir haben sie eine Schwere. Also, die sollten echt nicht in die Sonne rennen. Ach, übrigens. Ach nee, Quatsch, immer noch nicht. Nee, alles safe. Ich hab Angst. Ja, so scheiße, dass dein Doktor drin ist. Wenn er denn noch da überhaupt drin ist, das könnte mir tatsächlich eine Falle sein. Das war übelst gut. Ja, scheiße jetzt. Tschüss. Let's go. Ich hab's probiert. Ich habe 4 Erfolge mit 5 Würfeln. So, gut. Pass mal auf. Sie hat übrigens gerade Kritter gewürfelt. Pass auf, Flumette. Die Gule, dieses Virus wurde ja damals irgendwie entdeckt von dem Herrn Krieger. Ja. Und das ist ja der HMVV3-Strang, glaube ich. Und da gab es eine Nachricht von den Sachen, die Billy abgefangen hat, wo auch drin stand, bringen Sie mir die Krieger. Weißt du das noch? Ja. Jut. Stimmt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es total dicht und deep ist. Ja. Und dann natürlich, dass ihr vielleicht auf der richtigen Fährte seid. Vor allem natürlich das Erste. Das ist nicht gut. Wir müssen da tatsächlich rein, oder was? Wenn wir deinen Doc rausholen wollen, ja. Oder vielleicht auch mehr Informationen finden wollen, hm? Oder vielleicht die Typen mal ein für alle Mal über den Jordan schicken wollen. Nee, das glaube ich nicht. Das war zu einfach dann.
Sag mal, spinnst du? Ja! Ich hab Schiss wie Sau. Guck doch mal die Kacke hier an. Ich hab auch Schiss, aber ich werde jeden in diesem verfickten Ding abknallen, der nicht dein Kontakt ist. Hey Leute. Auch dein Kontakt, du kennst ihn doch gut. Ja. Der mag dich doch so gerne. Der kann mich nicht ausstehen, aber darum geht's auch nicht. Du hast die Gule, die sich wegschleppen, die weichen auf jeden Fall den Beutelratten aus. Und zwar. Die weichen den aus? Ja, also die gehen so. Ich meine, ausweichen ist so eine Sache, weil die Viecher bewegen sich halt echt super langsam, also die Ratten. Aber so 20 Meter Abstand wird da schon gewahrt. Oh, wir machen einen neuen Pelz für uns alle aus den Beutelratten. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, aber das gefällt mir das. Finde ich gut. Die Frage ist, ob die noch irgendwas machen, aber ich glaube, das müssen wir echt ausprobieren. Eine andere Chance haben wir nicht. Die sehen wir total haben keine andere Chance. Die sind voll süß, let's geh mal hin da. Oh Gott, er guckt schon, ihr sehen würdet, wie der guckt. Deswegen bin ich ja immer noch für süß Kamera. Süß heißt nicht unbedingt ungefährlich. Wir müssen ausprobieren, was passiert, wenn da irgendwas reinkommt. Eine andere Chance haben wir nicht. Es geht nicht anders. Können wir nicht die Gule mal bei denen vorbeilocken, irgendwie? Ich glaube nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie das... Ja? Kaban, du kennst dich schon mit Gulen aus. Können wir die nicht irgendwie anlocken? Dass die schneid dir mal das Bein ab und dann... Bitte? Die essen Menschenfleisch. Die essen Menschenfleisch. Meter Menschenfleisch, ja. Lieben die. Damit wurden die doch gerade gefüttert. Das weiß ich doch nicht. Ich hab gekotzt. Das waren Krankenhausabfälle. Ja, richtig. Das waren mal ehemalig Menschen. Die waren noch nicht lange tot. Als das Kettenfahrzeug jetzt übrigens so langsam wieder wegfährt, seht ihr noch Evo das Leben verändern. Oh, schön. Ich liebe sie. Und du hast mich gefragt, warum ich nicht einen Job bei so einem Konzern haben möchte. Hättest du auch einen anderen Konzern nehmen können. Ja, die sind ja alle so. Nee, manche sind schlimmer. Außerdem ist es jetzt an sich ja noch nicht schlimm. Also es ist ja Abfälle, die sie an... Die füttern Gule. Ja, und Gule sind jetzt nicht unbedingt... Pass auf, wir haben eigentlich jetzt keine großartig andere Chance, als irgendwie uns Gehmuni zu schnappen, irgendeinen scheiß Fima platt zu schießen, das, wenn es wach wird, da reinzuwerfen und mal zu gucken, was diese scheiß Beutelratten damit machen. Du meinst einen Ghoul? Nein, keinen verfickten Ghoul, sondern irgendein anderes Vieh. Ach so. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Ich werde da jetzt kaum Gibt's selber reingehen. Gibt's da andere Tiere in dem umzäunten Gebiet? In dem Moment nicht. Ich dachte, Flummi will irgendwas außerhalb der Stadt jagen und mal. Ja, aber ich meine, ich guck mal explizit quasi danach, ob es Anzeichen von anderen Tieren oder Häschen oder irgend so ein Scheiß seltener, aber kein Ding. Also was heißt kein Ding? Du bist ein erfahrener Jäger, nimmst dir ein Stündchen Zeit und hast irgendwas gefangen. Nee, ich meine auch innerhalb des Gebiets quasi. So, ob die Viecher einfach alles totgejagt haben schon. Es ist halt im Winter echt schwer zu erkennen, vor allem, weil es dort ja keinerlei Nahrung für irgendwas gibt. Du siehst ein paar Vögelchen, so Krähen und so, die finden ja immer irgendwas, obwohl, eigentlich auch nicht. Es kann gut am Winter liegen und an diesem urbanen Gebiet, wo halt nichts ist und dieses Zeug, was die Beutelratten fressen, frisst ansonsten wohl auch keiner, aber du siehst erstmal nichts. Na, es könnte halt schon sein, weil die Viecher sich da in den Häusern verstecken. Also theoretisch sind die Häuser wärmer als draußen. Dass die dann irgendwie in irgendwelche Häuserruinen reingehen, die scheiß Viecher oder so, ja. Na, du siehst keine Anzeichen, sag mal so. Ein paar der Häuserfassaden sind eingestürzt, ein paar Fenster oder so gibt's ja das doch mal an manchen Häusern, du siehst da erstmal nichts. Das Einzige, was wir versuchen können, ist, dass wir in die Nähe des Zauns gehen und gucken, was passiert. Du meinst, ob die auf uns zugerannt kommen? Ob irgendwas auf uns zugerannt kommt. Das Problem ist, dass es möglicherweise Alarm auslösen könnte oder irgendwas passieren könnte, aber ich weiß kaum eine andere Chance, ehrlich gesagt. Oder wir schmeißen halt irgendein Vieh rein, wobei da fraglich ist, ob die auf Menschen genauso reagieren wie auf Tiere. Tiere. Ich würde das mit dem anderen Zaun näher rangehen, ausprobieren. Dann geht einer näher ran, wird an irgendein Seil oder irgendwas gebunden und im Zweifel zurückgezogen. Schön, dass du gleich einer sagst und nicht ein Nie. Na Moment, logisch ist das, wenn wir ein Seil an irgendwen binden, dass du der Schnellere bist mit zurückziehen, weil die beiden, ja, gut, Billy, sag ich, Jojo und ich garantiert nicht so gut ziehen können wie du. Stimmst du mir zu, oder? Ja, ist richtig. Dann würde ich... Ich bin leichter als die Kleine. Pass auf, das Ding ist, dass... Gut, dass du das sagst. Ich war gerade am Abschätzen, ob ich irgendjemand damit verletze. Wieso bist du leichter als ich? Ich hab Elfenknochen. Ach, Billy.
Nee, es könnte sein. Allerdings ist das zweite Ding, dass ich nicht weiß, wie die auf magische Sachen reagieren. Und deswegen... Dann solltest du suchen. Du, hm? Ich sollte hin. Weil ich mit Sicherheit auffälliger bin als Billy. Das verbiete ich mir jetzt aber. Nein, auf ihre Art und Weise. Wenn es nach Jojos Theorie geht, dann ist es ja dasselbe, was wir haben. Also wäre ich ja dann quasi auch magisch. Das ist richtig, Snap. Billy. Das bist du auch, aber es ist unumwinden, dass du, dass deine Magie einem in einem etwas weiter entfernten, in einer etwas weiter entfernten Sphäre stattfindet, deshalb nicht ganz so ersichtlich ist. Nicht ganz so offensichtlich ist. Du weißt schon, dass ich gerne drauf rumhack einfach. Ich weiß, dass du gerne drauf rumhackst. Gut, aber sie kann es immer wieder erklären, oder? Nicht schlecht. Da muss man jemand zugestehen. Sie kann sich immer wieder rausreden. Finde ich nicht schlecht. Sie sagt einfach, das Mosaik passt bei dir einfach nicht so hervorragend, wie das Mosaik bei mir passt. Das hat nichts mit hervorragend passend zu tun, sondern mit der Zugang zu den Sphären zu tun. Und der Zugang und die Sphäre, aus der, bei der du, mit der du verbunden bist, ist einfach etwas weiter entfernt. Mhm. Nichtsdestoweniger ist es, glaube ich, deshalb aus diesem Grund echt klüger, wenn ich das mache. Tschüss, na dann, ich habe ein Seil dabei. Der guckt mich wieder so dermaßen an, ey, das ist so schlimm. Der Lustmolch. Ich habe. Nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist eine gewisse Art von Lust, ja, ja. Ich habe eine Frage und zwar: Gehst du zu einer Stelle des Zauns, wo in der Nähe schon so ein Rädchen rumlungert oder stellst du dich einfach irgendwo an den Zaun und sagst, komm, guck mal, ich irgendwo. Bin hier? Nee, ich irgendwo. Glaube tatsächlich, ja, erst irgendwo und wenn dann nichts passiert, in der Nähe von so einer Ratte. Genau. Aber ich möchte mir vorher zum einen, irgendwie eine Art Seil oder irgendwas schenkt. An den Gürtel machen, so dass die Teil, ja, geschenkt. Und ich bin ernsthaft aber am Überlegen, ob ich eine Möglichkeit suche und ich gebe vorher meine Waffen ab. Aber, eine Sache noch. Und zwar haben wir jetzt schon dreimal, Kaban hat schon dreimal drauf rumgeritten, dass ich nach den Bildern suchen soll von diesen Viechern, Chef. Ja, erst wenn du damit fertig bist. Genau. Go. Danke. Und entweder sagt er jetzt, find's nix und dann ist rum. Willst du dir den Wurf sparen und darauf warten, dass ich dir jetzt sage, findest nix? Ja, ich denke doch, oder soll ich jetzt würfeln? Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wird. Selbst wenn du was findest, müsstest du noch mehr Querverweise und dann müsstest du vielleicht irgendwas hacken und so und ich weiß nicht, ob er das jetzt holt. Nee, dann machen wir jetzt die coole Aktion mit Jojo am Schnur. Ja, ich bin nur gerade überlegen, ob ich schon anlege und das Ding dann zur Not erschieße. Du musst ziehen. Wenn, dann versuche ich zu schießen, aber die Chance, dass du dann Jojo triffst, ist höher. Pass auf, ich habe ein Jagdgewehr auf ein paar hundert Meter. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagiere da drauf, ja? Ich habe keinen Bock von dir dann irgendwann erschossen zu werden, weil diese Scheißviecher irgendwas mit mir machen. Ich weiß es nicht. Na, wenn die irgendwas mit dir machen und ich das Viech erschieße, machen die nichts mehr mit dir. Wenn wir dich allerdings wegziehen und die machen irgendwas mit dir und du fängst dann an zu zaubern, haben wir eventuell ein Problem. Ist richtig. Das könnte passieren. Deswegen war ich am Überlegen, ob ich da direkt auf den Kopf von dem Viech anvisiere und sobald ich irgendwas merke, was gefährlich ist. Ich hab grad echt Bock, so ein Viech zu brutzeln. Klingt nach einem echt Bockzauber, oder? Nee. Das Problem ist, ich habe keinen Schalldämpfer für mein Jagdgewehr. Das ist ein Problem. Dann nimmst du halt eine Knarre? Ja, auf die Entfernung ist die Waffe, ist das Jagdgewehr einfach effektiver. Ja, aber die Knarre hat einen Schalldämpfer und ist deshalb leiser. Denn hier ist eine weite Ebene. Wenn du hier mit Schalldämpfer hört man das ja schon, aber wenn du ohne Schalldämpfer schießt, dann hörst du das hier einmal quer durch die ganze Scheißstadt durch. Ich bis weiß. Nach Moskau, Junge! Nö. Was? Okay. Nö. Voll. Ja, da muss ich halt mit der, ja, schade. Gut. Jojo bindet sich ein Seil um. Die Dingsbums um die Taille. Was ist denn das eigentlich für ein Seil? Kletterseil. Die Frage war völlig irrelevant. Eins, ich dachte, das nicht brennbar ist. Angst. Ah ja, achso, okay. Und eins, dem es nicht so viel ausmacht, wenn es vielleicht friert. Ah ja, na gut. Das ist also ein Standardkletterseil, gut. Ja, ein Standardkletterseil. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, mir Handschellen umlegen zu lassen. Aber das ist übertrieben. Wenn ich dann hinfalle, fliege ich eklig hin und das ist scheiße. Ich habe keine Handschellen. Aber ich habe auf jeden Fall keine Waffe. Dann geht Jojo vorsichtig näher. Mhm. Also, erstmal halt so an den Zaun ohne Ratte. Du hörst, also du bemerkst eher, dass so die näheren Ghule, die gucken schon mal kurz.
Aber offenbar, so stumpfsinnig sie sind, haben sie begriffen, down, nein, geht nicht. Ist da eigentlich Strom drauf? Ja, da ist Strom drauf. Alles gut, dass du es noch bemerkt hast. Weil sonst würden so ein paar Gude so einen Zaun, glaube ich, auch eher mal kaputt machen. Hm, dachte ich mir schon. Ew. Da reinzukommen wird echt scheiße, Leute. Okay, Herr Jojo wartet erstmal. Wie lange? Viertelstunde vielleicht. Viertelstunde? Nee, ja, so ein bisschen so Zeit. So schnell sind die Ratten nicht. Das kannst du nicht erwarten. Jojo, guck mal, dass sie anfängt, astral wahrzunehmen, damit sie etwas für diese Viecher, wenn die erwacht sind, sehen die sie vielleicht eher, müssten die eher sehen, wenn die astral gucken. Wer weiß, vielleicht sind sie ja auch so wie Ghule, die irgendwie nur Astralsicht haben oder so. Oder beides haben. Es verändert sich nichts an deiner Situation. Okay. Wenn da nichts passiert, dann geht Jojo irgendwann zurück und geht mal expliziter in eine Richtung, wo auch so ein scheiß Vieh ist. Es guckt dich unheimlich stumpfsinnig an. Stopft seinen Kopf in das Gewächshaus, knuspert und seinen Kopf raus. Glotzt durch dich durch. Es nimmt ein paar Schlückchen Wasser. Es legt sich einfach vor diesem Ding kurz hin. Der Weg war ganz schön anstrengend. Ich würde mal gerne... Pfeift mal kurz ein bisschen. Du siehst ein ganz kurzes Ohrenwackeln, aber pff, ja, nö, du, echt. Na, stehst du am Zaun? Jetzt schon, 10 Minuten oder so. Wie nah? Auf jeden Fall. Achso, wie nah? Na, sie steht erst noch irgendwie vielleicht so 3 Meter weg. Sie würde aber dann ein bisschen näher rangehen. Warte mal kurz, Tisch. Bitte. Näher ran, okay, so. Dann, warte mal, dann machst du mal bitte ganz kurz. Weiter ein dreckiges, kleines Scheißvieh. Achso, das kann ich sofort sagen, es sind keine Technoratten. Die hören vielleicht kein Techno, aber es könnte auch zu stressig für dich sein. Du machst mir bitte erstmal Willenskraft und Intuition von mir. Wer ich? Ja. Er steht denn am Zaun. Deine Mutter. Das ist richtig, die lassen sie nicht mehr raus. Ein Erfolg! So, ganz knapp an einem Patzer vorbei, du. Also, ich sag's mal so, du stehst da 10 Minuten und das ist echt schön. Nee, es ist... Man sollte öfter mal einfach stehen. Julio, setz dich hin. Ich wollte dir gerade sagen, man könnte auch mal sitzen. Eigentlich könnte man sich sogar hinlegen. Das ist eigentlich ist warm und weich und kuschelig. Das ist übelst cool. Ich zieh sie zurück. Die liegt da, also du schleifst sie jetzt liegend. Egal, weißt du, irgendwas zerrt an dir, aber scheiß drauf. Ist mir egal, ist chillig. Jetzt mal im Ernst, Alter. Ich meine, das ist so gemütlich. Ja, ein bisschen ziehen, komm, aber Gravitation kannst du nicht abschalten, auch wenn die komisch wirkt, aber denken, Gravitation so schwere wird da echt. Geil. Ich glaube, einfach nur schlafen. Einfach nur, das wäre richtig geil. Junge, verschränkt die Arme hinterm Kopf und lässt sich ziehen. Das sind ja, weißt du, ich muss zwar zweimal hart trocken, als du am Stein hängen bleibst, aber krieg ich wohl. Der tiefgefrorene Schnee, weißt du, der kratzt auch ein bisschen an der Wange, aber ja und? Ja, halt. Nee, nicht an der Wanne eigentlich so. Oder wie hoch ist der? Schnee? Ja. Na, wenn der so 10 cm ist? Achso, ja. Na, sagen wir 4 cm, 4 cm. Ja, eher Hände, weil sie hat den Kopf so Hände. Auf die kopfverschränkten Arme gelegt, deswegen. Ja, Kaban zerrt mal zwischendurch ein bisschen mehr, da dreht sich auf die Seite, aber weißt du, soll er halt machen. Der soll einfach sein Ding machen, du machst dein Ding und das ist liegen. Ah, da rastet es gleich ein bisschen aus, wenn sie das rafft. Was? Das sind keine Hypnokröten, das sind Hypnoratten. Oh, my, it's a Hypnokröte. Yes, das genau. Vieh ist inzwischen auch weggestarkt. Also, aber es muss schon alle 10 Minuten sich mal kurz hinlegen, weil es ist echt ganz schön anstrengend, so zu laufen. Bei dir dauert das vielleicht 5 Minuten und bestimmt einige kurze Schläge von Carbine ins Gesicht, bis du wieder weißt, was eigentlich hier passiert. Ey, aufwachen. Nö. Ja, klatsch. Aufwachen. Ey, jetzt entspann dich mal. Okay, also das ist definitiv vielversprechend, diese Verteidigungslinie von denen. Puck, du kannst noch rein. Ey, aufwachen. Könntest du mal ein bisschen da an der Schulter? Tut's mir schon seit 2 Tagen weh. Übrigens, ist so verspannt. Ihre Iris ist ganz schön weißlich, muss man sagen. Ich glaube, das kann nicht normal sein. So milchig quasi. Werde ich jetzt blind? Du bist noch ja nicht wieder da. Okay, irgendwie
bekannter magischer Effekt von irgendwas, was ich kenne, sowas, dann so eine Symptome? Nö. Was sagt mir... Aber du siehst, sie wird jetzt, also wenn du ihr ein paar Mal eine pfefferst, ich meine, die war auch echt manchmal unhöflich zu dir, da kann das ja sein, dass das passieren muss, dann wird es besser, sie wird wacher und dann wird das auch, kehrt wieder ein bisschen Farbe zurück in das Auge. Okay. Bist jetzt wieder wach? Klatsch. Was? Ich klatsch dir noch einer, bist du wieder wach? Der Typ hat dich ins Gesicht geschlagen, mach ihn kaputt. Sag mal, fick dich, ey, was soll denn das? Na, ich glaube, du kriegst noch eine. Jetzt bist du also schon wieder wach. Bist jetzt endlich wach, das ist ja super. Ich bin seit 5 Minuten am dabei, dich zu wecken. Erinnert sie sich an die letzten paar Minuten? Ja, das war doch der Zeitpunkt, wo... Da irgendwann war übelst gechillt und jetzt plötzlich ist es kalt und du hast Schnee im Gesicht und alles scheiße, der Dünger hat dich geschlagen. Gerade war es echt noch cool. Du wurdest durch eine Kritterkraft beeinflusst. Gehe ich mal von aus. Ich glaube. Das Ding macht dich irgendwie chilliger. Ich glaube. Ich glaube. Brauchst du noch eine Klatsche? Wie viel Benzin haben wir dabei? Im Tank voll. Also jetzt nur noch einen halben. Halben? Haben wir so viel verbraucht? Ja, nicht ganz. Aber wir wollen ja auch wieder nach Hause, ne? Wie viel Sprengstoff haben wir dabei? Ich habe keinen. Wir haben die Brandgranaten aber dabei. Gut, dann werden wir ganz viele Rattenfallen aufstellen oder ich für meinen Teil werde das tun. Jetzt mal im Ernst ausgehen, das muss mal kurz sein. Sie wird sich ja gerade jetzt aufregen. Weißt du, ich versuche immer wieder Jojo erträglich zu machen und die regt das immer auf. Ich fand gerade war sie viel entspannter. Ja, völlig entspannt. Das sind Mindfuck-Ratten, das geht nicht. Ach so, ja. Ja, so, ja. Das war Evo, oder? Neuer Erzfeind, hä? Nö, nicht Erzfeind. So, wie viele von diesen Rattenviechern laufen da rum? Ghule mögen auch kein Feuer, habe ich mir mal sagen lassen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Das ist hell, Feuer ist hell. Ja, aber es geht. Dann kommt Ghule klar. Ja. Ich will Rattengift. Das fressen die nicht, ne? Das hat bestimmt was mit diesem komischen Zeug zu tun, was die da fressen. Das können die bestimmt irgendwie umsetzen oder so. Aber wer weiß. Okay, also. Wir können auch einfach deren Nahrung abfackeln. Und die Ratten. Und alles. Ja, ich würde allerdings vermeiden wollen, an den mich mit allen anzulegen, von dem wir. Ja, yeah, das ist richtig. Ich meine, du sparst wie weit von dem Viech entfernt. Hallo, Leute, finden? Könnten wir vielleicht die irgendwie eher zusammenlocken, dass wir was rausfinden, wie wir die zusammenlocken, anstelle dann auf die Jagd gehen mit denen? Oder ja, das ist klug. Dann erwischen wir möglichst alle auf einmal. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir die zusammenlocken, denn ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Wir locken sie, glaube ich, am besten so zusammen, indem wir die Futterstellen einfach mal so weit eliminieren, dass sie nur noch eine Futterstelle haben, denn sie müssen ja fressen. Ja, Problem. Das wird wahrscheinlich überwacht, diese Futterstellen. Von was? Die Überwachung eben wegkriegen. Irgendjemand knistert ein bisschen um Jojo herum. Das Problem ist, ich denke nicht, dass wir uns mit den Tieren anlegen sollten, wirklich groß. Ich möchte mal ganz kurz nochmal ein Gedankengerüst hier in den Raum stellen. Wir haben mit Rabutnik Stress. Vollmöge und Co. und Blossom haben für Rabutnik gearbeitet. Ja. Wie der fuck kriegen wir jetzt Evo an den Hals? Oder wie kriegen die Evo... kriegen die Leute in das Evo-Gebäude hier reingeschmuggelt oder was? Weißt du, wie ich meine? Kurzzeitige Verträge oder sowas? Evo kann denen die ganze scheiß Sicherheitseinrichtung einfach mal gebastelt haben und dann haben sie gekauft und dann war gut. Meinst du? Es ist möglich. Und oder Evo die haben Kooperationsverträge. Und Evo? Na, Evo die bringt immer noch... füttern muss doch nicht Evo machen. Toxic Waste für die Ghule. Ja, kann doch jeder machen. Da ja, stand Evo drauf. Ja, die Drohnen sind von Evo. Ja, Rabutnik hat auch selbst so einen Scheiß. Warum ja, würden sie da Evo das... drohen lassen? Na, weil es möglich ist, dass nochmal, die das einfach... zu deiner Erinnerung. Evo hat diese ganze Scheiße hier aufgeräumt. Hase. Ja.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder die haben irgendeinen verfickten Vertrag mit denen, dass sie die Anlagen mitnutzen dürfen. Es ist auch gut möglich, dass Evo da drin noch irgendwas hat. Irgendwas ist ja fischig. Natürlich ist hier irgendwas fischig. Die ganze Angelegenheit ist fischig. Nein, dass der Doc hier drin sein soll und Evo hier die Finger im Spiel hat und Rabutnik gleichzeitig, das ist doch alles Kokolores. Industriegebiete? Wie weit Rabutnik ist denn diese... Rabutnik hat keine eigenen solche Angelegenheiten, Sicherheitsdings. Das kann Rabutnik nicht. Das dürfen die auch nicht. Das müssen andere Konzerne machen. Für die. War schon lange so. Die haben zwar einen eigenen Sicherheitsdienst gehabt, aber dieser eigene Sicherheitsdienst war immer den staatlichen Beschränkungen unterworfen. Wenn die irgendein Zeug haben oder wenn es immer überhaupt Rabutnik ist und nicht einfach nur Firmige ist, die haben ja irgendwann die Zusammenarbeit auch beendet. Das heißt, es ist genauso möglich, dass es einfach hier gar nichts mit Rabutnik zu tun hat selber, sondern das einfach nur ein gemeinsames Projekt war, das mal stattgefunden hat. Dieses blöde Projekt ist aber irgendwann ausgelaufen und die haben ja so und haben vielleicht so weitergemacht oder haben so weitergemacht. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass die hier einfach nur die Sicherheitseinrichtungen von Evo nutzen. Möglicherweise kann es auch sein, dass Evo da selbst noch irgendwas drin hat. Aber ich glaube, sie nutzen einfach nur die Sicherheitseinrichtungen von Evo oder haben das irgendwie gekauft oder übernommen oder was weiß ich nicht was. Aber Rabutnik kann und darf solche Sicherheitseinrichtungen nicht machen. Das ist AAA-Konzern oder Doppel-A-Konzern, aber nicht Rabutnik. Ich möchte mal ganz kurz nochmal mein Erinnerungsvermögen hervorrufen bezüglich der Einrichtung, die wir das letzte Mal hochgenommen haben, die auch illegal war, wo wir die Zahnprobe hätten reinwerfen sollen. Ja. Mit Stefan zusammen. Das war doch auch Rabutnik. Seuchenherd. Nein, das war nicht Rabutnik. Bist du da sicher? Das war ein abgefucktes Lagerhaus. Von Rabutnik? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Nein, das war nicht von Rabutnik, das Lagerhaus. Also ich habe nicht mal definiert, von wem es war. Das waren Rabutnik-Mitarbeiter, die da hauptsächlich verschwunden sind, aber auch nur, weil die aus einem bestimmten Gebiet ständig verschwunden sind und da einfach zu 95% Rabutnik-Mitarbeiter gelebt haben. Deswegen waren das hauptsächlich Rabutnik-Mitarbeiter. Und es war ja auch klar, dass es gab ein Projekt, diese Zusammenarbeit zwischen Firmige und dem anderen Fuzzi und Rabutnik, aber dieses Projekt ist doch gecancelt worden offiziell. Diese Zusammenarbeit fand ab einem bestimmten Zeitpunkt X nicht mehr statt und ab da haben sich die Wege getrennt. So was die danach gemacht haben, darüber haben wir ja überhaupt keine detaillierten Informationen. Deswegen kann es gut sein, dass die entweder sich andere Geldgeber gesucht haben, dass die jetzt auf so eine Forschungseinrichtung oder auf so eine Sicherheitseinrichtung Zugriff haben und die vielleicht auch bezahlen, aber nicht, es heißt nicht, dass Rabutnik da irgendwas mit zu tun hat, das glaube ich nicht. Das hier ist nicht Rabutnik, sowas können die nicht und sowas dürfen die nicht. Dazu sind die nicht in der Lage, die haben keine medizinischen und keine genetischen, was weiß ich was, Laboratorien, wo die sowas machen könnten. Das geht nicht. Das hier ist, wenn überhaupt, Firmen. Ja, okay, jetzt komm mal runter, okay. Nein, ich reg mich gerade auf. Nee, du sollst dich schon aufregen. Ich reg mich gerade auf über diesen ganzen verfickten Scheiß hier. Dann brauchst du mich nicht anschreien dafür. Komm runter. Entschuldigung, du bist und mach es leiser. Da gewesen. Was sagt er? Mach es leiser. Sie soll es leise machen. Mach es leise. Ja, so. Ein bisschen Angst, wenn die hier so ausrastet, Leute. Na jo, ja. Du postet aus. Ich hab voll gute Laune. Das ist voll super. Ich hätte nicht mehr. Wenn es euch als Spieler nervt, müsst ihr mir das sagen. Alter. Nein, das finde ich in Ordnung. Du hast ein... Wir sind doch total okay. Dicht und deep. Besonders dicht. Besonders dicht, ja. Das war 400 Meter entfernt, dieses Comlink, richtig? Ich fliege da mal mit der Drohne etwas näher an das Comlink heran. An die Position. Gute Idee. Sekunde. Ja, wir hat den aufgesetzten Lehrgang so gemacht. Ich muss nochmal fragen, also, die Software ist doch umgeschrieben. Ja. Wir können doch mit einer der Drohnen, die wir tarnen, ne? Naja, das habt ihr ja vorhin das beim ersten drüber fliegen. Also das scheint auch gut zu funktionieren, muss ich sagen. Juhu! Was der Jutsche macht, meiner. So, du fliegst in das Stadion so und da liegt einfach mitten in der Mitte im Schnee ein Comlink rum. Sieht das so aus, als wenn das irgendjemand da hingelegt hat? Also sind da irgendwie Fußspuren unterm Schnee? Oder sieht das so aus, als wenn das... achso, du sagtest ja, okay. Und was ist mit dem Haus? Flieg mal zu dem Haus in der Mitte. Also Moment, Abbruch, keine Fußspuren, Fahrzeugspuren. Reifen. Fahrzeugspuren. Okay, also irgendjemand ist ins Stadion gefahren, hat das Comlink aus dem Fenster geschmissen oder hat das da ganz dediziert da in dieser Position platziert?
Also, von beiden, ja. Okay, also es ist halt relativ nah an den Spuren dran. Also es sind keine Fußspuren von den Reifenspuren entfernt. So dass, also der hat wirklich das Auto nicht verlassen. Hey, wenn der andere mit dem Auto reinfahren, warum fahren wir dann nicht mit dem Auto rein? Vielleicht machen die Viecher uns ja auch nichts aus. Die Viecher machen Auto auf Sicht. Auto. Die werden auf Sicht arbeiten. Also so wie sie auf Sicht die Leute verzaubern kann, können die Viecher das auch. Hä, hey, die grob. Machen doch ja nicht. Die stehen bloß rum, nicht? Ja, es ist meistens so Sicht, irgendwelche Töne oder irgendwelche Gerüche oder sowas, die dann beeinflussen. Abgesehen davon möchte ich darauf hinweisen, dass wenn hier ein Trollghul rumrennt, dass ja auch so ein Auto, wenn er Hunger hat, echt, da wird's schwierig. Ich dachte, wir haben gute Qualität hier bekommen. Habt ihr auch. Na, aber sagen wir Trollghul. Mit dem Auto sind wir hoffentlich schneller. Richtig. Das ist ein Troll. In den engen Straßen, mit dem Schutt, der da rumliegt, mit euren Fahrkünsten, vor allem mit euren Fahrkünsten, nochmal, euren Fahrkünsten. Was, ich fahr gut? Ich guck mir gerade an, was Gute so haben. Das wird aber auch anstrengend für euch. Die sind verfickt schnell, die Scheißviecher. Und die werden nicht so schnell müde. Und ganz schön stark. Mhm. Die meinen ja nur. Ja, kann meine Drohne die Scomlink irgendwie aufnehmen? Die haben doch Saugnäpfe dran an der einen. Ja, die eine könnte das. Ja, sehr gutes, mitgedacht. Danke. Deine nicht, aber die kann. Also das Comlink könnte er herholen, kein Ding. Weil es muss ja nicht unbedingt sein, dass unser Freund quasi da drin ist, nur weil das Comlink da drin ist. Ja. Und selbst wenn er da drin ist, dann ist der wahrscheinlich in dem erhellten Bereich, da wo keine Gule auftauchen. Ich wollte schon sagen, es macht am meisten Sinn, dass der im hellen Bereich ist, weil da die scheiß Viecher nicht hinkommen und da können die sich halt alle bewegen. Wahrscheinlich gehen da auch die blöden Ratten nicht hin. Doch, die Ratten sind da auch doch. Das hat er auch gesagt, der Stille, bitte. Das tat er. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was die Ratten nicht mögen. Wenn wir jetzt quasi nochmal jemanden ins Auto setzen und jemand von external das Auto heranfahren lässt und dann die Reaktion abwartet von der Person innen drin und dann zurückfährt. Man kann wie die Person reagiert, kann man ja ganz einfach darauf ausmachen, man lässt eine Comlink-Verbindung offen, labert ineinander, na, geht alles klar, ja, wunderbar. Innenkameras, du hast doch Zugriff auf die Innenkamera vom Auto. Auch wahr, ja. Naja, ja, die Zusatz. Sind von dem Auto die Scheiben getönt, ja, ne? Ja. Dann werde ich wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass da nichts passiert. Da gehe ich auch von aus. Aber. Das heißt, wir müssen die Rattenviecher nicht umbringen, zwingend. Richtig. Und ob die sterben werden, du. Ja, aber nicht heute. Nicht unbedingt. Und wenn ich das scheiß Futter von den Viechern einfach kille, aber diese Viecher werden sterben. Die sind doch aber so putzig. Also die haben keinem was getan, die ist so furchtbar. Die sind so zynisch. Sagen wir es mal so, es ist eine... dreckige Mindfuck-Viecher. Ja, es ist aber zu gefährlich. Es bringt uns zu wenig und das ist halt zu gefährlich. Ich nehme so viele von den Viechern mit, wie ich kann. Auf dem Weg. Fertig. Ich werde jetzt nicht aussteigen und alles explizit Dings, aber wenn ich die Möglichkeit habe, am Ende vielleicht noch irgendwas zu reißen, werde ich es versuchen. Guck doch mal, wie die auf Patronen reagieren. Wahrscheinlich genauso wie die meisten anderen auch. Gezielter Schuss zwischen die Augen. Das wäre dumm, wenn wir das jetzt schon anfangen. Richtig. Wieso? Weil dann, wenn dein Freund da ist, er relativ schnell tot ist. Wieso? Richtig. Weil die man auch durchaus... Man kann auch Vitalmonitore in solche Scheißviecher einbauen. Vitalmonitor ist nicht teuer. Und wenn die erschossen werden und so ein Vitalmonitor das mitbekommt, dann wissen die ganz schnell, was da Sache ist. Kaban weiß, dass erwachte Viecher und Cyberware echt, da muss man nicht schon so wirklich wollen. Wenn man. Das ist nicht wie beim Menschen, das ist noch ein bisschen schlimmer. Ja. Die meisten Viecher werden dann auch ziemlich schnell, ziemlich aggressiv. Und die Viecher sind also so gar nicht aggressiv. Ja, also ich glaube nicht, dass die Cyberware haben, aber die können wohl irgendein... Pulsmesser oder sowas tragen. Das ist so nicht das Ding. Sie können es irgendwo haben und wenn sie so ein kleines Knopf im Ohr haben oder irgendwie sowas halt oder im Schwanz. Na und? Da stirbt halt mal eins. Ja aber trotzdem auch Vieh... Schüsse auf dieser Ebene quasi sind Schüsse relativ weit zu hören. Mit dem Schalldämpfer.
Ja, gerade auch schon ein Schalldämpfer. Jetzt hatten wir doch das. Weißt du nicht mehr. Nee, 2080, ich habe jetzt neue Schalldämpfer, die sind voll gut. Ach so, du. Eine Waffe macht dreimal Geräusche. Beim Schießen. Einmal die Mechanik. Ach, beim Schießen, na dann. Ja, einmal die Mechanik, dann einmal der Knall und einmal die Überschall. Von der Patrone. Dann immer noch das Rumstöhnen der Leute, das ist immer am schlimmsten. Also, was ist das dann? Gut, die Viecher fressen. Was passiert, wenn man die vom Fressen abhält? Was ist, wenn man da einmal... Wir können dieses scheiß Fressen da nicht platt machen, ne? Auch das wird wahrscheinlich überwacht werden. Das kann sein, ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Wenn der Gegner hinguckt, das System wird dahingehend überwacht, dass das Futter immer... stimmt, von der, was auch immer da genau gemacht wird halt, und dass das System funktioniert, dass da nichts kaputt geht oder so. Es gibt auch ein paar von den Geräten, da sieht man auch, dass da Wartungsarbeiten vorgenommen wurden, mindestens in den letzten 2-3 Monaten. Oh, ich hätte nicht über Lust einfach diese Scheißdinger. Naja. Guck mal, wie du dich voll drauf einlässt, was der Spieler da genau gewusst hat, dass du drauf ich konnte abgehst. Nicht wissen, dass die sich da hinstellt und sagt, ich bin der Magier, ich stelle mich jetzt hier hin und warte, was passiert. Dafür konnte ich doch nichts, oder? Na, aber es ist am intelligentesten, finde ich. Hätte auch Billy sein können, die war viel leichter als Jojo. Die hat Elfenknochen. Das stimmt. Dreckspiel. Hier drauf rumreitet. Du hast angefangen. Mhm. Ich weiß. Gut, Städte haben meistens Kanalisation, aber Kanalisation ist nicht beleuchtet, das ist ein gutes. Ich gehe Kanalisation, ich wollte schon sagen. Nein, das war eine blöde Idee. Hier. Da sind nämlich auch die scheiß Ratten nicht, deswegen werden die Ghule sich da bevorzugt aufhalten. Und die sind garantiert ja auch abgesichert, damit die Ghule hier nicht raus können, weil die Ghule, genauso wie die Ratten, hier eine absolute Protection sind. Mhm. Also wenn ihr da jetzt darauf achtet, alle Ghuli-Einlässe sind erstmal so zuzementiert. Habe ich den Comlink jetzt in der Hand mittlerweile? Ja. Möchte ich jetzt drauf gucken, was da los ist. Das letzte, was damit gemacht wurde, war ein Anruf an dich. Okay, und zuvor? War er schlau genug, irgendwelche Aufzeichnungen zu machen, weil die Typen bei ihm waren oder so irgendwas? Also während. Da war er wohl nicht schnell genug. Damit. Lass mich kurz überlegen. Nope, also da ist echt, nee, da kannst du echt nicht viel, das Ding hat ja einen GPS-Sender und dieser GPS-Sender sagt dir natürlich, dass bevor das Comlink da landete, wo es eben jetzt ist, war es tatsächlich in dem Haus, wo auch warm ist. Keine Neuigkeit nehme ich an, aber eine Bestätigung. In dem Haus, wo es warm ist, in der Mitte da. Genau. Scheiße, ah, ja, und, dann haben wir das da platziert. Warte mal, davor war es. Warte. Da irgendwie lang. Warte. Ach, da irgendwie lang. Ja, was ist denn da drüben? Wenn man sich diese Stelle genauer besieht, bemerkt man, dass dort sehr viele Häuser eingefallen sind, USW, und dass da sehr viel Licht auch bei Tage quasi eine Gasse frei ist, wo es echt sonnig sein könnte. Also sonnig ist im Winter übertrieben, aber wo es hell sein könnte. Und der Zaun sieht da, also jetzt wollen wir nochmal so gucken, an der einen Stelle, da könnte man doch, aber da hat man doch ein Tor eingebaut oder was, das sehe ich doch von hier. Ist echt gut versteckt. Und ich meine, es ist ein riesen Stadtgelände, aber jetzt, wo man da doch, da könnte man vielleicht durchfahren, das kann man bestimmt auch machen. Alles, was ich wollte, ist ein bisschen schießen heute, ich darf nicht mal schießen. Du kannst doch, ich hindere dich nicht da reinzurennen und zu sagen, so, ihr dreckigen Gude, guck mal, ich habe hier 10 Schuss, da kill ich einen. Na, aber vielleicht. Jojo will doch nicht, dass ich schieße. Und der Körper auch nicht. Ach, einfach trotzdem, die können doch auch nicht befehlen. Geh da ruhig rein, nicht so das Thema. Sind viel da Kameras Spaß. Irgendwo? Nee, hat er doch gesagt. Keine. Achso, ja gut, habe ich nicht mit. Ja, die Kameras, da sollten wir eventuell nochmal direkt gucken. Also nein, an der Stelle. Da ist nichts. Aber ich möchte jetzt doch nochmal wirklich einen Perception-Check auf Matrix machen, Meister, weil du vorhin, ne? Ja, und was wünschst du herauszufinden? Wegen Trönchen machen Tönchen. Ach, Trönchen. Kann ich dir gleich sagen, es gibt tatsächlich keine Drohnen. Außer eure. Dann andere Comlinks. Mhm. In Stealth Mode. Dürfen mal bitte -3. Wow. Fuck yeah. Wow.
Computer. Computer sagt nein. Hast du schon gewürfelt? Nee, ne? Nee. Gut. Dann sagt ihr das noch nicht. Zwei oh, ja. Erfolge. Pass auf. Zwei Erfolge. Es, mit ist, drei es sind ganz schwache Flüsterstimmen aus dem warmen Haus. Es sind aber viele schwache Flüsterstimmen. Da kann man echt fast nichts mit anfangen. Zum Glück, dass du die bemerkt hast. Weil da muss wohl sowas wie Wi-Fi-Tapet oder sowas sein, wo echt, da soll nichts rauskommen. Wäre ja auch blöde, wenn. Aber da ist auf jeden Fall was los. Infiltrator-Sprite. Sei vorsichtig. Wieso, was denn? Was sagst du denn zu mir, jetzt sei vorsichtig? Das war OT, weil ich... Macht sich nur Sorgen. IT weiß ich das ja nicht. Ich mag dich doch so, Billy. Ich denk mal... Typ alte Liebe rostet eben nicht. Das sag mal meiner Lende. Was? Moment! Was für eine Stufe Lende war jetzt gesagt? Ich überleg grad, ich denke... Ja. Vierer doch wieder, oder? Juri. Bitte? Vor allem hab ich dir vorhin G gegeben, wo du K bekommen hättest, na egal. Tja, das war aber schade von dir. Wieso ein K? Für was? Weil das über deine Resonanz lag. Nein, ja, Resonanz von 4, mein Bester. Ach da, nee, wusste ich doch. Alles safe. Ja, ja, geh mal, das war, mal, ja? Das war so unepisch, die Steigerung. Da Tommy, geh mal rüber, wann fiste denn mal bitte? Nee, kein Bock aufzustehen. Oh, Mensch. Gut. Also Resonanz auf 4 und kompilieren auf 4. Dann kriegst du jetzt 3 Erfolge. Sehr schön. Also die 4G müsstest du immer noch schwunden. Aber ja. Hm, wieso? Hast du 2 Erfolge? Ah, ja, okay. Ja, ich habe 3 Erfolge. Ein G. Ein wie immer stiller, diesmal nicht flüsternder, aber auch nicht schreiender Sprite würde dir gern helfen bei deiner Unternehmung. Wieso, das ist doch der Ninja-Sprite. Er ist froh, dich hier gefunden zu haben, wo es so wenig Matrix-Abdeckung gibt. Ich weiß. Komm mal her. Komm mal her, Schätzelein. Hörst du da drüben die Flüsterstimmen? Ja, ich komm mal bei dich bei. Was gibt es denn da? Hör schon mal, ne? Sorry. Da vorne der Flüsterstimmchen, ne? Gehst du mal gucken. Schaust du mal, was los ist. Ich möchte wissen, wie viele und wer. Bringst du mir alles, was du finden kannst. Infiltrierst du die mal schön, ne? Du verlangst ganz schön viel von dem. Okay. Ich muss ja sagen, Arbeit, ein Arbeit. Erfolg. Arbeit, Arbeit. Gut. Er wird nach 5 Minuten wiederkehren. Und? Was sage ich denn dir mit einem Erfolg? Okay. Er umschreibt dir die verschiedenen Stimmen der Matrix, sodass du daraus schließen kannst, Doppelpunkt. Es gibt wohl echt so gut, Überwachungstechnik ist nicht, also Kameras oder so ein Scheiß. Es gibt keine Schlosstechnik. Naja, doch, es gibt Max-Schlösser, genau. 10 Stück. Gibt's einen Host? Es gibt keinen Wi-Fi-Host. Das ist nicht gehostet irgendwie. Es gibt keine Smartlink-Waffen. Es gibt ein paar Comlinks, ja. Das sind wohl auch die meisten Flusterstimmen. Und es gibt ein paar Sensoren, die da, aber nicht Sensoren von wegen Überwachung, sondern das sind wohl auch irgendwelche hochtechnischen Geräte, die Dinge tun. Aber sonst ist da echt wenig los, damit es nicht so auffällt, verstehst du wie? Also, jetzt mal im Ernst. Nee, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Achso, nein, das kommt daher, weil es soll ja genau wissen, dass sie da sind, verstehst du jetzt? Achso! Ja, ja! Ach, jetzt macht's Sinn! Geht ja los. Ich teile die Informationen. Okay, wenn die keine Überwachung am Zaun haben, etc. Durchbrechen, wenn wir schnell genug fahren an dieser Schneise, direkt zum Haus, da raus, ab durch die Tür, vielleicht lösen die keinen Alarm aus, nee, vielleicht sind sie nicht schnell genug. Und dann sind wir im Hellen, dann sind wir vor den Ghoulen sicher. Die Viecher, naja gut, die werden auch nicht zum Haus kommen, weil die werden sich dagegen geschützt haben. Und also Haus ich aber nicht. Ehrlich gesagt genauso, weil wir haben eigentlich keine andere Chance. Wir haben zu wenig Zeit. Es ist sogar die Frage, ob es nicht besser ist, wenn wir das tagsüber machen. Ganz stimme ich blöd zu. Wegen weil den Ghoulen. Tagsüber sind die scheiß Ghule nicht unterwegs. Und die sehen uns vor allen Dingen, sie können uns genauso kommen sehen wie nachts, weil wir nachts echt die scheiß Scheinwerfer anmachen müssen, weil wir das Gelände nicht kennen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tagsüber ist besser. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesehen werden, echt geringer. Also ich kann nachts durchaus sehen. Ich kann nachts auch sehen, aber trotzdem ist es dumm, weil die Ghule nicht unterwegs sind oder nicht so sehr unterwegs sind. Ja, aber sie werden unser Auto nicht kommen sehen, weil ich glaube nicht, dass die ganze Zeit aus dem Fenster gucken.
und auch nicht dann mit Infrarot aus Fenster gucken. Das werden wir aber auch tagsüber nicht machen. Ja, aber dann kann eine zufällige Begegnung uns eher sehen. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es tagsüber klüger ist, weil die keine Überwachungstechnik haben, da ist es egal. Die werden tags und nachts gleich gut besetzt sein. Und tagsüber sind, wie gesagt, keine Ghule unterwegs und wir haben einfach eine tausendmal bessere Sicht. Es ist, ja, ich kann nachts sehen, aber es ist, wenn es wirklich scheißen dunkel ist oder da gleich noch irgendwas kommt oder wir in irgendeiner blöden Gasse landen, wo ich tagsüber noch sehen kann, wird es nachts dann tatsächlich doch schwer. Kannst du Infrarot sehen? Nein. Schade. Du? Und selbst wenn wir es Infrarot sehen, ist es einfach so kalt, dass wir Schotter nicht erkennen. Wenn da irgendwas blöde liegt, dann zerschießt es uns echt die Reifen. Die Wahrscheinlichkeit, ja, ich habe eine aktive Infrarot-Taschenlampe, also so, ich kann das trotzdem alles ausleuchten. Ja, trotzdem. Also ich persönlich denke, das Risiko, wenn wir hier mit dem Auto liegen bleiben, sind wir echt am Arsch. Und ich glaube, dass wir das Risiko echt minimieren können, wenn wir tagsüber gehen, wenn wir nachts gehen und irgendwo ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir was übersehen, einfach höher. Und ich will da nicht mit dem Auto hängen bleiben. Dann sind wir Ghoul-Futter und die Viecher schlagen uns die Fenster ein. Mir ist so ein scheiß Viecher mal ins Auto gesprungen. Das war nicht geil. Ich habe verdammtes Glück gehabt, dass ich nichts abbekommen habe. Und es war echt nur Glück. Jetzt, wo sie das erzählt, die ist ganz schön blass. Das ist schön. Gib der mal einen Schnaps hier, ey. Ich hatte heute schon die Chance, sie zu töten. Also bei Tag kann aber wieder ganz andere Sachen da sein, die wir jetzt momentan vielleicht noch nicht wissen. Richtig. Ja, aber... Ja, aber wollt ihr das wirklich jetzt machen? Wie gesagt, tagsüber zerschießen wir uns wenigstens nicht das Auto. Ich finde, ihr solltet nicht auf Jojo hören. Gut, gemacht. Ja, wie kriegt man die Spieler dazu, auf Jojo zu hören, indem man sagt, man sollte nicht drauf hören? Ja, ja. Sollen wir abstimmen einfach? Ja, ich kann deine Argumentation sehr gut verstehen. Das Problem ist... Also, sagen wir es mal so. Es ist eine Stadt. Da sind Straßen, da sind Häuser, da ist es grau auch. Der Schnee ist auch nicht unbedingt weiß. Wenn wir nachts drin gehen, ist die, wie gesagt, wir können keine Scheinwerfer anmachen und auch die Scheiben sind auch noch getönt. Das bedeutet, die Sicht nach draußen ist tagsüber trotzdem noch besser als nachts. Ne? Warum können wir kein Licht anmachen? Ich verstehe das nicht ganz. Warum können wir kein Licht anmachen? Wir können Licht anmachen, aber dann, wenn wir Licht anmachen, sehen sie uns viel eher kommen. Weil sich helle Punkte in der Dunkelheit bewegen. Total auffällig. Und wir wissen, das ist ultra auffällig, wenn wir Licht anmachen müssen. Weil eben. Du weißt selbst, wie das ist, wenn von weit weg ein Auto kommt. Das siehst du auf wie viel Kilometer auch immer. Ja, das siehst du auf etliche Kilometer. Dann siehst du die in Scheinwerfer, in Fenstern reflektieren und so weiter und so fort. Also Licht an ist für uns am ungünstigsten eigentlich. Finde ich. Ja, Licht an ist das ungünstigsten. Genau, so wenn wir das Licht das Problem auslassen, ist, wir haben auch keinen taktischen Vorteil, weil ihr leider nicht auf Infrarot sehen könnt. Wenn ihr Infrarot gesehen hättet, wäre das okay gewesen. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Hallo. Ja. Problem ist, dass man uns auch hört, in jedem Fall. Ja, in jedem Fall. Ein Auto macht Krach. Das ist klar. Es geht schwer zu orten. Es geht hier nur um das Minimieren. Uns hören tut man es tags wie nachts. Das ist egal, ob es tags ist oder nachts. So. Scheiße. Sehen tut man uns, wenn wir Scheinwerfer dran machen, anmachen, auf jeden Fall nachts am besten. Moment, eine Sache noch. Was denn? Wir haben den Comlink da jetzt weggeholt, ne? Die wissen, dass wir da sind, wir haben den Comlink angemacht. Garantiert wissen die, dass wir da sind. Ohne Scheiß jetzt. Oh. Dann sollten wir jetzt die ESO fortfahren. Das war unser Honeypot. Boah, ey, wenn ihr wüsstet, wie der hier gerade guckt, ne? Der feigst gerade so dermaßen. Die wissen, dass wir da sind. Wir haben uns den Comlink geholt. Die wissen, wir haben den Comlink angeschaltet. Die haben nur drauf gewartet, bis das Signal vom Comlink abgefangen haben. Eure Comlinks, sind die im Stealth überhaupt? Mein Comlink ist jetzt erstmal aus. Ja. Nee, es war im Stealth, aber es ist jetzt aus. Ja, meins war auch im Stealth, aber... Ne? Die wissen, dass wir da sind. Ob wir bei Tag oder bei Nacht reingehen, die wissen, dass wir da sind. Ob wir mit Licht reinfahren und da ist Scheiß drauf. Ohne Scheiß, Jojo. Die wissen, dass wir kommen. Der Comlink war dort platziert für einen Grund, nämlich damit sie wissen, sobald wir da sind, holen wir uns den Comlink. Das haben wir schön gemacht. Genau. Scheiße. Da. Ey, das sah überhaupt nicht aus wie ein Honigtopf. Das lag mitten im Stadion. Exakt in der Mitte, quasi deutsch platziert. Ja.
Gar nicht, ne? Gar nicht. I fucking hate you. Das fällt mir auch jetzt gerade erst ein, Alter. Ja, es ist, war blöd von uns. Wir hätten das da liegen lassen müssen und von da aus raufgehen müssen. Ja, wenn's aus ist, ist aus, ne? Das war ja nicht aus. Sonst hätten wir es ja auch nicht gefunden. Ich sag, wir gehen rein. Wir lassen den Comlink jetzt hier liegen. Und fahren ein. Ich bin immer noch dafür, dass wir warten. Aber dann, ja. Dann ist wahrscheinlich unser Dr. Ivanovic wahrscheinlich dann tot. Das könnte gut sein. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Außerdem werden die dann nicht so dämlich sein, nicht noch irgendwie zu uns rauszuschicken. Ja. Na dann. Durchs Tor durchbrechen. Allerdings, wenn sie den Kerl umbringen, dann haben wir auch keinen Grund mehr dahin zu gehen. Die brauchen den. Wir wissen nicht, ob der tot ist oder nicht. Die brauchen den. Vermutlich. Ist der wenn gut? Wenn er noch lebt, brauchen die den und der ist gut. Der ist der also, beste Neuro-Motherfucker, den es gibt da draußen. Okay. Neuro-Motherfucker, Bro. Bro, ja, Motherfucker. Bro, Bitch. Slut. Ja, bitte. Ho. Ich glaube nicht, dass die den killen, ehrlich gesagt. Der ist eine Beute. Der würde gekillt werden, wenn sie nicht mehr brauchen. Ja, wenn sie nicht mehr brauchen. Aber solange die uns nicht haben, brauchen die den noch. Außerdem kann es gut sein, dass sie ihn dann nur noch zwingen, weil A, kennt er dich. Wenn er ein Neurochirurg ist, brauchen sie den, um dich aufzuschneiden. Vermutlich auch das. Mann, als hätten sie es geplant. Oh, was ist sowas? Ich frage mich immer noch, wo es Weihnachtsmiracle jetzt ist. wie viele Comlinks waren da drin, weißt du das? Die Anzahl weiß ich nicht, ne. Kannst du das rauskriegen? Hatte dein Sprite hatte einen Erfolg? Bekommen. Nee, das ist echt, das schaffst du nicht. Weniger als 30, mehr als 6. Das können aber auch alle Scientists sein und nur 3 Wachen zum Beispiel. Das wissen wir ja nicht. Das kann auch umgekehrt sein, aber ja, klar. Moment, naja, Abbruch, das waren jetzt auch nicht Comlinks, das waren alle Geräte. Also ach auch so. die 10 Max-Schlösser und so, also. Naja, dann können es ruhig mal 30 sein, wenn da 10 Türen sind oder so, ne? Mhm. Nein, wir wissen es halt nicht. Und die Sensoren und ach, man weiß ja nichts. Nicht! Ja, dann taut wir warten, bis Tag ist. Nachts will ich da nicht rein. Wenn die den nicht killen, will ich da nachts nicht rein. So, wie lang ist jetzt? Wie viel Uhr haben wir denn, Spielleiter? Müsste eigentlich schon später sein, oder? Ach ja, du, sag mal so. Ich möchte eine Position haben. Gibt es eine Position, wo ich das Haus sehen kann? Ich möchte bitte, dass du mich nicht unterbrichst, aber danke. Entschuldigung. Für... Nee, okay, ihr fahrt auf den Stuttgarter Hügel, von da aus kannst du es sehen und bist relativ gut verdeckt. Und so 23 Uhr kommt doch eigentlich ganz, 22 Uhr oder sowas, denke ich, kommt ganz gut hin. Aber ich habe noch eine Frage. Wolltet ihr nicht Kaban ins Auto setzen und nochmal kurz an den Zaun fahren? Ich habe gehört, das war der Plan, oder? Das war noch eine meiner Ideen, die ich gesagt habe, ich würde gerne rausgehen. Ich finde, ihr müsst auf jeden Fall nochmal Kaban ins Auto setzen, oder? Jo. Wir haben ja Zeit jetzt, wir warten ja bis morgens, so ein Scheiß. Ja. Er es will ist echt quasi klug, uns ich, das trennen. Mal probieren. Nee, es ist tatsächlich klug, wenn wir das nochmal ausprobieren, wie die auf Autos reagieren. Vielleicht sind die auch auf Autos getrimmt. Du kannst die Viecher trainieren. Ja. Ich stell mir das aber schwer vor. Jedes Mal, wenn du so chillig wirst, dann gehst du lieber einen Kiffen mit den Viechern, als dass du da... Ja, aber durch Autos kann es gut sein. Bei Autos kann es, da hat Karman recht, es kann gut sein, dass es bei Autos nicht funktioniert. Vor allen Dingen, wenn die getönt sind, die Scheiben. Da kommen die nicht rein. Darauf haben wir ja gepocht eigentlich, dass man da durchfahren kann. Ja, nee, eben. Deswegen glaube ich, dass das nicht geht. Und deswegen kann es sein, dass die auf Autos nochmal gesondert trainiert sind. Dann setzt mal jetzt Kaban ins Auto und fahren. Oder setzt mal mich ins Auto und ihr fahrt mich vor. Ist doch scheißegal. Los geht's. Nee, ich setze mich rein. Bist du sicher? Weil du kannst dir zur Not, wenn irgendwas ist, die Kontrolle über das scheiß Auto aneignen. Kaban kann das nicht, wenn wir sie ihm wegnehmen. Wurstikus! Los geht's. Kaban ins Auto, hopp. Gut. Jupp, auf ins Auto. Dann kam man die Kontrolle übers Auto weg. Du hast die Kontrolle übers Auto, Billy, und ja. Ich fahre ihn natürlich mit Scheinwerfern aus. Näher an den Zaun heran. Gut. Eine Stelle, wo auch gerade irgend so ein Viech ist. Oder ja. Okay, gut. Ja, das Auto rollt da hin und. Ey,
Gutes Auto, weil Schnee und ein bisschen Abhang war, aber rutscht nicht perfekt. Wunderschönes Auto. Das Vieh guckt mal kurz auf und starrt durch das Auto durch und denkt sich, ja, pff, echt jetzt? Guckt's wieder weg und Kaban. Kein und Audi, einziges Car. Junge, echt, ich hab's auch voll bequem. Hier kann man sitzen, hinlegen muss ich ja nicht. Das ist auch so gut, die sollen mal alle irgendwas machen. Bosch, echt schön hier. Einfach mal ein Ründchen, ein kleines Ründchen. Seine Iris wird relativ milchig. Einfach mal ein bisschen chillen. Oh, scheiße, wieso geht denn das? Ich fahre ihn zurück. Das finde ich allerdings auch sehr irritierend. Also ich bin davon ausgegangen, dass ihr auch so nah dran wart am Zaun wie Jojo, ja? Ja, ja. Gut, alles safe. Okay, die sind nachtaktiv wahrscheinlich. Das heißt, bei Tag schlafen die Dinger. Dann haben die aber tagsüber keine Verteidigung. Das ist ziemlich dämlich. Ja, wer weiß, was bei Tag noch kommt, mein Bester. Ne, so viel können die auch nicht, so viel verschiedene Sachen können die auch nicht. Also wir wecken Kaban vorher wieder. Ne, lass den mal pennen, ich blase den mit rein. Kaban, du wirst wach mit einem wunderbaren Gefühl, das ist der perfekte Start in den Tag. Ich film das. Yay. das machst du jetzt gerade nicht wirklich, oder? Nein. Gut. Du hättest dir wahrscheinlich auch das Nasenbein gebrochen. So was ist der so hart? Der Schwanz ist so hart. Eieiei. Scheiße, wieso funktioniert denn das durch das Auto durch? Gute Frage. Auf wieso? Sicht kann es nicht sein, auf Geruch Lüftung? Auch nicht. Vielleicht. Hat das was mit irgendwas zu tun, was die aussten? Wir haben doch Masken auf, Kinder. Habt ihr das vergessen? Stimmt, wir haben Atemmasken auf. Aber vorhin. Hautkontakt. Irgendwas. Hä? Weil durch Sicht kann nicht sein. Durch Sicht kann nicht sein, ist unmöglich. Ich möchte es jetzt auch nochmal ausprobieren. Bindet mir mal Seil um, ich möchte jetzt mal hingehen. Ich will jetzt auch mal high sein. Ich will sein auch hier. Mal chillen, ihr blöden Verdammte Scheiße, ich will auch high sein. Das muss nicht sein. Das wissen wir ja schon, dass es funktioniert. Nicht geil. Ich meine, es ist ein interessantes Gefühl, allerdings. Das ist völlig ungeil. Aber vielleicht muss Billy das nochmal probieren. Ich meine, wenn es will. Achso, eigentlich könnte ich mir so ein Tier mit nach Hause nehmen. Ah ja. Du weißt ja nur nicht mal, wo nach Hause ist. Dort, wo das Vieh ist, natürlich. Völlig entspannt da. Jetzt hätte ich gerne Oscar. Können wir dann jetzt wenigstens mal eines von den Ratten abknallen? Ne? Geht auch nicht, ja? Jetzt hätte ich gerne ein Blasrohr. Jokaba? Warte mal. Na, theoretisch die Ghule, wobei die Ghule halten sich fern von denen, ne? Die Frage ist, könnte es nicht sein, dass irgendwas anderes so ein Scheißvieh, irgendwie müssen die auch mal sterben. Das kann ja sein. Ja, natürlich müssen die irgendwann mal sterben. Könnte vielleicht. Warten einfach, bis die alle sind. Wir können auch einfach warten, bis da jemand vorne durchs Gate fährt, dann sehen wir genau, wie die Scheißdinge ausnebeln. Ja, da die Leute aber schon wissen, dass die hier sind, werden die gleich vorbeikommen bei uns. Möglich. Vielleicht aber auch nicht. Oh, wie machen die denn diese scheiß Viecher tot, ey? Vielleicht machen die irgendwas mit dem Futter. Kann man irgendeine Stelle ausmachen, wo sich die Viecher nicht aufhalten? Ist das in dieser Gasse, wo die Autos durchfahren? Halten die sich da nicht auf? Fällt einem da irgendwas auf? Irgendwas, was da gesprüht werden könnte? Irgendetwas, was da am Boden passieren könnte? Irgendwas? Macht alle nochmal Wahrnehmung. Bitte. Perception. Moment. Restlicht, habe ich gehört, funktioniert nicht. Wieso? Sternenlicht, Mondlicht reicht eigentlich aus. Aber sowas. Also ich weiß, wie gut ich sehe, wenn keine Wolken am Himmel sind, ohne Dings. Wenn, und wir haben eine Lichtentfernung. Du willst aber Kleinigkeiten erkennen, ne? Was gesprüht wird. Ja, Restlicht ist relativ. Pass auf. Ich bin ja ein Arschkind. Also sage ich -2. So. Billy -3. Was? Ja. Apes. Immer ich, ey. Infrarot? Interessiert das? Oder? Infrarot, dann hast du. Nee, ist alles kalt. Das ist irrelevant. 2 Erfolge von Billy. 2 Erfolge von Jojo. Nee, das rastet aber aus. 4 Erfolge von Kaban. Erfolge von Alter, Kaban. Das ist voll das Hawkeye, Alter, du bist so geil. Hey, da hinten hat jemand hingeschissen. Nee, das tatsächlich nicht. Also,
Nee, nee. Also, nee. Liebe Freunde, es verhält sich der Gestalt, das. Da ist nichts zum Sprühen. Da ist ein ziemlich gut ausgefahrener Weg, der aber echt knapp bemessen ist, auch für euer Auto. Da kann man echt, das ist wirklich schön. Dann, was übrigens auch ihr noch so zwischendurch seht, ist irgendwo da echt in der Nähe vom Licht, nee, quasi im Licht liegt ein erfrorener Mensch, der da aber echt schon eine ganze Weile zu liegen scheint. An dem ist auch nicht mehr viel dran. Ansonsten, was liegt denn da auf dem Weg? Ja, gleich das. Dort quasi an der Grenze, Quatsch, nicht an der Grenze, sondern an der Hauswand quasi, wo dann auch die Eingangstür ist. Eine großflügelige Doppeltür. Da liegen ein paar, nennen wir es mal Ohrenschützer, könnten aber auch so Bauarbeiter, ne? So Ohrschützer sein. Und mit ein paar meine ich nicht ein paar, sondern ein paar klein. Richtig viele. Okay, bring mich da nochmal hin. Ich schalte meinen selektiven Geräuschfilter mal an. Aber du weißt auch gar nicht, auf welche Frequenz. Ich höre dann nur noch eure. Geht das? Oder ja. Ich kann mich auf einen ausblenden, dachte ich. Ich kann alles bis auf eine ausblenden. Du kannst mit dem selektiven Geräuschfilter selektiv Geräusche filtern. Also, ja, passt. Geht schon. Verlieren wir uns nicht in der Art Kleinigkeiten. Mach mal dann deinen Comlink an, damit wir rauskriegen, was das für eine Art von Schall ist oder was die da aussenden. Und wenn das, Frequenz. Wenn du deinen selektiven Geräuschfilter anmachst, dann wäre es extremst geil, wenn du es machen mal dann ausprobieren könntest, wenn du einfach nur laut Mucke anmachst oder sowas. Ob Cannibal Corpse ist im Auto. Okay, also ich fahre damit selektiv Geräuschfilter an, fahre ich dahin. Wie genau hast du den eingestellt? Das brauche ich nochmal kurz. So, dass ich exakt nur das, das Spektrum der menschlichen Stimme ist zu groß. Billys fiepse Stimme. Ja. Du kannst bestimmt Wellenlänge einstellen. Also wenn du sagst, okay, Wellenlänge sowieso bis Wellenlänge sowieso, dann müsste es ja eigentlich gehen. Ja, also das Spektrum der menschlichen Sprache liegt ungefähr in dem Bereich von dem, was das menschliche Ohr hören kann, also in der Mitte davon. Es geht nach oben und nach unten noch weiter. Ja, eben, deswegen Infraschall, Ultraschall. Trotzdem hat er doch damit recht, dass die menschliche Stimme doch spektral echt weit ist. Richtig. Guck mal, deine tiefe Stimme, Flummi, und bei mir ist also, komm. So tief ist meine Stimme gar nicht. Natürlich nicht. So, was nee, hat aber, er jetzt eingestellt? Ich würde es quasi auf einen relativ engen Bereich stellen, sodass ich gerade noch so Foxys Stimme relativ gut verstehen kann, aber auch schon eingeschränkt. Beauty. Dann willst du dich da mit oder ohne Auto nochmal hinschillen, sagst du? Mit Auto. Ja, hinbringen. Gut. Es dauert halt diesmal echt eine Weile, bis da mal doch so ein Vieh irgendwie in die Nähe kommt und dann startest du durch das scheiß Auto durch und du wirst langsamer und weniger schläfrig. Du würdest es sogar schaffen, das Auto selbst wegzufahren, du bist dir aber nicht sicher, ob das noch unter Fahrtauglichkeit zählt. Was okay, ich schalte dann mal komplett das alles aus, also komplett, ich schalte das mal komplett stumm, quasi. Ja, es ist echt ganz schön schmerzhaft, ganz kurz, so überall im Körper, aber dann bist du wach. Quasi der Schmerz hat dich wirklich nett geweckt und du wirst auch jetzt nicht mehr müde. Okay. Und dann sage ich das ist wahrscheinlich ziemlich strange, sich selber nicht zu hören, wenn man redet. Gib denen das rüber, diese Information, dass ich jetzt gerade komplett ausgeschaltet habe und dann komplett ohne, dass da irgendwas war. Und jetzt will ich jetzt einmal das komplette Spektrum wieder freischalten und laut Musik aufmachen. Ne, ich mache jetzt im Auto laut Musik an und schalte dann meinen Geräuschfilter aus. Sehr gut. Ihr könnt Kaban wieder wegfahren. IoT. Schön. Wir müssen uns die Ohren zuwachsen. Das ist wie bei Homer. Odysseus. Odysseus, genau. Odysseus. Oh Gott. Viecher. Du hast jetzt echt ein paar Handabdrücke im Gesicht, sag ich mal. Was hat er? Handabdrücke im Gesicht.
Musst du den jetzt zweimal wecken? Achso. Ey, hör mal auf mich zu schlagen und ich gehe mal davon aus, Musik hat nicht geklappt. Und Jojo haut ihn weiter. Ey! Hör's mal auf damit! Ich war grad so drin. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Also ich muss mich jetzt mal was fragen hier, ne? Ich lieg jetzt gerade auf der Couch, hab mich jetzt gerade selbst angepinkelt, weil ich zu faul war, auf die Toilette zu gehen. Meinst du, das hat irgendwelche Impressionen später auf der Couch? Hast du keine leere Dose? Ja, passt doch nicht rein in die Dose. Leute, Bros, ihr stört volle Kanne meinen Flow, yo. Hast du irgendwie die Connection mit dem Universe nicht mal so auf die Reihe gekriegt, hey? Doch, aber wenn ihr redet, also ich will ja eigentlich nur liegen. Oh, jetzt, ey, das kostet jetzt total die Tensions, gerade mir, wenn die so ein Boomer-Geräusch macht, ne? Ey, weißt du, was voll geil ist? Wenn man sich meine einfach Mutter nur ein Stück vor und zurück wiegt, einfach nur wiegen die ganze Zeit, hui, hui, hui. Das ist viel zu viel Arbeit, Mann. Das macht der Körper von selbst. So, ich habe jetzt meinen Hasen weggenommen. Nimm den Hasen weg. Was? Ja. Nimm den Hasen weg. Okay. Ist jetzt gut auch. Ruhe, da, Vegetarierin. Wie heißen denn diese Viecher denn bei dir? Sind das ja die Kiffhäschen? Ja, das sind... Kiffi? Ja, das, die haben einen lateinischen Namen. Mutantei Dingsibus. Namen sind Schall und Rauch, hallo? Ich weiß aber auch nicht. Kannst du nicht erwarten, dass ich mir irgendwas ausdenke. XY375B. Du kommst immer mit X-Sachen auf, gell? Ich? Nein, sie. Ja, ja, die ist ja auch dumm. Das stimmt jetzt aber nicht so, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Trolle macht die Intrin und Outrin. Legal Rights, so rum. Legal Rights, die White Russian laufen unter der Creative Commons 4.0. Die Rechte an Sharon hält Tops in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich meine natürlich Tops Incorporated und in Deutschland. Okay. Bam! Wird das vertreten von Pegasus. Unsere Intro-Musik ist von Instrumental Call mit Let It Snow und das Outro ist vom Jake Lee Project, The Jake Lee Project mit This is Halloween. Was eigentlich in der Weihnachtsfolge, weiß ich nicht. Ich sag mal, ich habe die Outro-Musik noch gar nicht gehört. Ist ja eigentlich das gut. Ist aber schade, wenn du dir das ganze Video angeguckt hättest, was ich als Vorbereitung bei uns im Forum gepostet habe. War das dann drin? Dann hab ja, ich halt natürlich. Okay. Ja, am Ende. Und ich habe das Halloween-Lied gewählt, weil wir bei der vorhergehenden Jahr jetzt, war ja Halloween. Und B, deswegen, weil dieses Nightmare Before Christmas so unglaublich geil ist von Tim Burton und ich diesen Song so geil finde. Der letzte gute Film von Tim Burton, habe ich gehört. Yep. So ungefähr, ja. Da stimme ich dir jetzt leider Gottes zu, aber es ist auf jeden Fall ein geiler Film. Mhm. So. Möchte noch essen die, ne? Nö, ich glaube nicht. Wir grüßen alle. Außer dich. Ja, ich brauche mich schon nicht selbst grüßen, oder? Nein, hallo, ich habe den einen Zuhörer an oder die Zuhörerin angesprochen und damit quasi wieder alle und das war total dicht und deep und ausgefuchst, Mann. Alle Menschen sind speziell, außer ich. Da ja, dachte ich jetzt irgendwie an Special People, verstehst du? Nee, wir haben schon diesen, nicht schon wieder, nee. 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 Nee.